Seid nett zueinander. Wir werden viele Souvenirs mitbringen. Mein Vater und seine neue Frau Misae fuhren in die Flitterwochen. Und so wurde ich mit meiner Stiefschwester zurückgelassen. Yamato, nur weil unsere Eltern weg sind, heißt das noch lange nicht, dass wir uns anfreunden müssen, okay? Die Dinge sind hier ziemlich unangenehm. Warum hast du uns zwei zu Hause gelassen, Papa? Ich verachtete meinen Vater dafür, dass er mich 3 Wochen lang in einer solchen Situation zurückließ, obwohl wir erst seit kurzem eine Familie sind und uns noch nicht einmal richtig kennengelernt haben. Außerdem, sind 3 Wochen nicht ein bisschen zu lang für eine Hochzeitsreise? Wohin gehst du denn? Ich gehe aus. Um diese Zeit? Das Abendessen ist gleich fertig. Ich werde tun, was ich will. Ich werde später zu Abend essen. Sie sagte das und verließ das Haus. Nachts rausgehen. Ich glaube nicht, dass sie auf ihren neuen Stiefbruder hören würde. Sie scheint mich nicht zu mögen und sie ist kein Kind mehr. Vielleicht sollte ich sie einfach in Ruhe lassen. Aber ich konnte sie nicht einfach in Ruhe lassen. Ich beschloss, ihr nachzugehen und zu sehen, was sie vorhatte. Das ist ein stereotyper Ort, an dem man nachts kommt. Ich folgte ihr und sie ging allein in ein Spielcenter. Es sah nicht so aus, als wäre sie mit jemandem zusammen, aber vielleicht wollte sie sich drin mit jemandem treffen. Sie ist immer noch allein. Ist sie wirklich allein hierher gekommen, nur um Spiele zu spielen? Hinata spielte ein Musikspiel wie ein Profi. So wie es aussieht, muss sie viel Zeit damit verbracht haben, es zu üben, aber sie war immer noch allein. Es schien niemand um sie herum zu sein, der ihr Freund zu sein schien. Sie konzentrierte sich nur auf das Spiel. Aber es sollte alles in Ordnung sein, wenn sie nicht mit den falschen Leuten abhängt. Hey Mädchen, macht es Spaß, Spiele ganz allein zu spielen? Hm? Lass uns zusammen Spiele spielen. Danach können wir bei mir abhängen, ja? Wow, ich wusste gar nicht, dass es solche klischeehaften Typen immer noch gibt. Sie wird doch nicht mit ihnen gehen, oder? Mir geht's gut. Ich bin gerne allein. Ach, komm schon. Wir wissen, wie man Spaß hat, also komm mit uns. Kannst du nicht? Tut mir leid, aber ich bin mit ihr hier. Hm? Wer zum Teufel bist du? Yamato. Yamato! Scheiße! Diese Person ist... Was ist los, dass du dich so erschreckst? Bist du blöd? Weißt du das nicht? Wir sollten uns nicht mit diesem Typen einlassen. Das ist... der Yamato. Oh, diese Leute sind... Ist das dein Ernst? Er sieht nicht wie ein Typ aus, der... Was glaubst du, wie viele das auch gedacht haben und verprügelt wurden? Wir sollten ihm nichts antun. Die beiden Jungs flüsterten von mir und Hinata. Vielleicht haben sie nicht gemerkt, dass wir jedes Wort hören könnten, das sie sagten. Das tut mir leid. Du gehst also zurück? Ja, nun, wir werden jetzt gehen. Wenn du meinen Arm loslassen könntest. Oh, ja. Mach sie nicht wieder an, okay? Oh, natürlich. Wir werden jetzt gehen. Oh. Gott sei Dank sind sie gegangen, ohne einen Aufstand zu machen. Was ist denn mit dir los? Oh, bist du sauer, dass ich sie aufgehalten habe? Nein, sie waren lästig, also bin ich dankbar dafür, aber... Die Typen haben dein Gesicht gesehen und sind weggerannt. Du siehst aus wie ein normaler Mensch. Aber bist du wirklich ein böser Mensch? Oh, naja. Keine Sorge, ich bin ein normaler Mensch. Der eine Moment, den du zum Nachdenken gebraucht hast. Verdächtig. Nein, wirklich. Ich meine, sehe ich wie ein Bösewicht aus? Nun, nein. Du siehst schwach aus. Aber die Reaktion der Jungs... Komm schon, darüber sollten wir uns nicht zu viele Gedanken machen. Also gut. Aber warum bist du hier, Yamato? Oh, Bist du mir gefolgt? Nun, ja, das bin ich. Das ist sehr verdächtig. Ich muss das vielleicht deinem Vater melden. Bitte tu das nicht. Ich werde rausgeschmissen. Dann lass mich in Ruhe. Ich habe es dir gesagt. Wir brauchen uns nicht zu verstehen. Ja, aber es ist gefährlich, nachts herumzulaufen. Und du bist so süß, dass ich mir Sorgen gemacht habe, dass es Leute wie diese Typen geben könnte, die dich anmachen wollen. Was meinst du mit anmachen? Flirtest du mit deiner Stiefschwester? Was für ein Typ bist du eigentlich? Oh, sie ist ganz unschuldig. Ich dachte, sie wäre es gewohnt, süß genannt zu werden. Ich flirte nicht, aber du bist auch süß, wenn du rot wirst. Machst du das mit Absicht? Du machst das mit Absicht, oder? Ich habe sie ein bisschen geneckt und sie hat sehr gut reagiert.
Ich dachte, es wäre schwierig, mit ihr zu reden, aber ich habe mich wohl geirrt. Es stimmt aber, dass sie süß ist. Werd nicht so wütend. Diese reife Einstellung ist nervig. Mal abgesehen davon, spielst du gerne Musikspiele? Nicht wirklich. Es ist nicht so, dass ich es nicht mag. Wirklich nicht? Ja, ich spiele es nur, um Zeit totzuschlagen. Es sieht lustig aus. Hast du das noch nie gemacht? Ja, ich glaube, ich habe noch nie Musikspiele gespielt. Oh. Was ist denn mit dir los? Hast du Lust auf ein Battle, Yamato? Battle? Ja klar, derjenige, der eine höhere Punktzahl erreicht, muss dem Verlierer einen Gefallen tun. Ist das nicht ein bisschen unfair? Du wirst doch keinen Rückzieher machen, oder? Du bist mein Bruder und du bist 2 Jahre älter als ich. Wow, du provozierst mich offensichtlich, aber... Aber ich schätze, das ist nur ein Spiel. Du unterschätzt Musikspiele. Das ist sehr schwierig. Außerdem machen wir es auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Sie ist viel kindlicher, als ich dachte. Sie versucht es mit einem Anfänger zu versuchen. Ich werde die Anleitung lesen, wenn es dir nichts ausmacht. Hm? Nimmst du deine Brille als Handicap ab? Oder ist es ein Zeichen dafür, dass du es jetzt ernst meinst? Jemand, der denkt, er sei eine Figur aus einem Anime. Du bist gut darin, Leute zu provozieren, Hinata. Warte nur ab. Oh je, glaubst du, du gibst damit an? Ich werde dich schlagen und dafür sorgen, dass du dich nicht einmischst. Ich habe verloren! Du machst wohl Witze! Wie konnte er mit den superschnellen gleitenden Noten eine perfekte Punktzahl erreichen? Sogar ich habe 2 Fehler gemacht und ich habe so hart geübt. Ist er wirklich ein Anfänger? Ja, beim ersten Mal ist es immer schwierig. Was? Du hast mich angelogen, nicht wahr? Hm? Es ist unmöglich, alle superschnellen gleitenden Noten richtig zu machen. Und du hast die höchste Punktzahl erreicht, was bedeutet, dass dein Timing perfekt war. Du hast gerade die Rangliste verbessert. Ich habe das wirklich zum ersten Mal gemacht. Ich habe nur auf die Noten getippt, die kamen. Das ist unmöglich. Kein Mensch kann das schaffen. Niemand kann das perfekt machen, ohne die Noten auswendig zu lernen. Sie wird sehr wetteifern, weil sie bei einem Spiel, das sie mag, verloren hat. Sie ist viel kindischer, als sie sich normalerweise verhält. Es stört mich nicht, dass du denkst, ich hätte das schon mal gespielt, aber ich habe gewonnen, oder? Das ist Betrug! Wenn ich gewusst hätte, dass du es schon mal gespielt hast, hätte ich es ernster genommen. Hm? Sie meint es aber todernst. Und was machen wir jetzt? Ich will eine Revanche, bei diesem Spiel. Nicht dasselbe? Ich bin fertig damit. Ich wette, sie dachte, dass sie mit diesem Spiel nicht gewinnen kann. Also will sie ein anderes machen. Das ist irgendwie süß. Ich kann mit diesem Spiel gewinnen. Und warum? Weil ich die Nummer 1 in diesem Spiel bin. Wir gingen beide dorthin, wo das andere Spiel war und spielten das Spiel. Ich habe wieder verloren. Ich habe gewonnen. Wie? Du hast gerade einen neuen Highscore erreicht. Ich habe mich so bemüht, an die Spitze zu kommen. Es tut mir leid. Was ist das für ein Blick? Sei nicht so kleinlich. Das akzeptiere ich nicht. Okay. Ich habe es dir gesagt, deine reife Einstellung ist verdammt nervig. Also gut, du hast gewonnen. Ich werde alles für dich tun. Ich dachte, du hättest es nicht akzeptiert. Ich gebe nicht zu, dass du besser spielst als ich. Ich will morgen noch eine Revanche. Du verlierst wirklich nicht gerne, oder? Du solltest besser nicht weglaufen. Ich meine, du bist schließlich mein Bruder. Am Anfang war sie ziemlich eingebildet, aber jetzt war sie super wettbewerbsorientiert. Sie wollte anscheinend wirklich nicht gegen mich verlieren. Okay, okay. Lass uns für heute nach Hause gehen. Das ist der Gefallen. Aber ich wollte weiterspielen. Wir kommen morgen wieder also. Dann mag sie also doch Musikspiele. Misae hat mir gesagt, dass sie rebellisch ist, also dachte ich, dass sie mit schlechten Freunden abhängt, aber ich denke, es gibt keinen Grund zur Sorge, wenn sie nur hierher kommt, um Spiele zu spielen. Ich wäre allerdings froh, wenn sie nachts nicht mehr rausgehen würde. Wir gingen nach Hause und aßen zusammen zu Abend. Ich verstehe das nicht. Hinata schien unzufrieden. Bist du immer noch sauer wegen des Spiels? Nein. Was ist es dann? Warum kannst du auch noch gut kochen? Hm? Seitdem du Mama hilfst, habe ich mir gedacht, dass du besser kochst als meine Mutter. Auch wenn du aussiehst, als könntest du keine Hausarbeit machen. Würdest du es anders sagen? Das tut mir und Misae wirklich weh. Ich helfe meinem Vater schon seit der Mittelstufe bei der Hausarbeit, weil es für ihn zu viel wäre. Seit der Mittelschule.
Das heißt, meine Mutter hat viel mehr Erfahrung als du. Trotzdem kochst du besser als sie. Was auch immer du tust, sag es nicht von Misai. Ich bin derjenige, der beschuldigt wird, wenn deine Mutter deswegen weint. Deshalb sag ich es ja jetzt. Du kannst kochen. Du bist gut bei Spielen. Du siehst aus, als wärst du clever. Nun, eigentlich bin ich nicht so schlau. Aber ich bin gut in Sport. Diese Person. Dein Inneres und dein Äußeres sind so unterschiedlich. Ich weiß nicht warum, aber Hinata schien müde zu sein. Aber ich glaube, wir haben in den letzten Stunden das Eis brechen können. Bis gestern hat sie nur ein unfreundliches Gesicht gezeigt, aber jetzt zeigt sie mir viele Ausdrücke und ich denke, sie ist bezaubernd. Nachdem wir zu Abend gegessen hatten, passierte nicht wirklich etwas und sie nahm mich am nächsten Tag wieder mit ins Spielecenter. Sie sagte mir, wenn man vor Einbruch der Dunkelheit hingeht, ist es voll und man muss Schlange stehen, um zu spielen. Aber wenn man nachts hingeht, ist es nicht so voll und man muss nicht warten, um zu spielen. Deshalb hat sie die Tatsache ausgenutzt, dass unsere Eltern weg sind und ist nachts ins Spielecenter gegangen. Ihre Fähigkeit, Gefahren zu erkennen, funktioniert wahrscheinlich nicht. Und so spielen wir andere Spiele, aber... Warum kann ich nicht gewinnen? Ich habe sie alle gewonnen. Irgendwas stimmt nicht. Da stimmt definitiv etwas nicht. Mit deinem Punktestand stimmt definitiv etwas nicht. Das kann man wohl sagen, wenn man sich nur die Punkte ansieht. Meine Augen sind so müde. Wirklich? Wir haben doch gar nicht so viele Spiele gespielt. Ich glaube, das liegt daran, dass du deine Brille jedes Mal abnimmst, um damit zu prahlen. Das ist überhaupt kein Handicap, also solltest du sie aufbehalten. Diese Brille ist ein bisschen anders als deine normale Brille. Hey, ich bin's, Yamato. Ihr Jungs seid... Du hast uns neulich gerettet. Euch gerettet? Ja, diese Typen haben uns verarscht. Yamato hat uns geholfen. Warte. Kanagi? Warum bist du hier, Kanagi? Warum bist du mit Yamato zusammen? Kanagi ist der Nachname von Hinatas Mutter. Es schien, als würden sie sich kennen. Wer bist du? Ich nehme das zurück. Es scheint, als ob ihre Freunde sie kannten, aber sie kannte sie nicht. Hinata ist ein attraktives Mädchen, also schätze ich, dass sie an Orten beliebt ist, von denen ich nichts weiß. Wow, Yamato. Du bist ein toller Kerl, wenn du mit ihr ausgehst. Ich meine, es gibt Gerüchte, die besagen, dass sie zwar süß ist, aber wenn du sie berührst, hast du oft kein Schulleben mehr. Der Name böser Jäger Yamato steht außer Frage. Ich habe eine Menge Fragen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sage das nur für den Fall, aber wir sind nicht zusammen oder so. Und ich habe dir gesagt, dass du den Namen nicht erwähnen sollst. Er ist ätzend. Oh, warum nicht? Er ist so cool. Und warte... Ihr seid also nicht zusammen? Offensichtlich. Was meinst du mit böser Jäger? Wusstest du das nicht? Yamato hilft jedem, der schikaniert wird und verprügelt die bösen Typen, die so etwas machen. Deshalb nennen diese Typen ihn den bösen Jäger und haben Angst vor ihm. Es waren also diese Leute, die mich mit diesem Namen beschimpft haben. Ich habe es ziemlich satt. Aber es ist so cool. Bitte hör auf, mich so zu nennen, okay? Ich würde es nicht empfehlen, um diese Zeit herumzulaufen. Du könntest wieder vom bösen Typen belästigt werden. Ich schätze, es ist nicht überzeugend, dass ich auch unterwegs bin. Wir sind auf dem Rückweg von der Nachhilfe, verstehst du? Ich verstehe. Im Gegensatz zu uns ist das ein richtiger Grund, draußen zu sein. Also, wir gehen dann mal los. Okay, mach's gut. Ja, wir sehen uns bald wieder. Und? Warum siehst du so mürrisch aus? Du dachtest, dass ich im Vergleich zu ihnen dumm bin, nicht wahr? Was? Nein, das habe ich nicht. Warum? Wir haben Spiele gespielt, während sie gelernt haben. Also... Oh, ich meine, ich denke nicht, dass das etwas Schlechtes ist. Was? Fleißig zu studieren ist eine gute Sache, aber es ist nichts, was du tun musst. Wichtig ist, dass du herausfindest, was du tun willst und dich anstrengst, es zu erreichen. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich machen will. Du bist noch im ersten Jahr, also gibt es keinen Grund zur Eile. Es ist besser, wenn du dir die Zeit nimmst, um herauszufinden, was du tun willst, als dich überstürzt zu entscheiden. Richtig. Ja, das ist richtig. Hast du etwas, das du tun möchtest? Ich? Nun, das ist ein Geheimnis. Warum nicht? Gut, ich werde ein Spiel gegen dich gewinnen und dann kannst du es mir sagen. Aufgrund dieses Gespräches fingen wir wieder damit an, dass wir jeden Abend ein Spiel spielten und die Person, die verlor, etwas tun musste, was der Gewinner ihm sagte. Natürlich konnten wir es uns nicht leisten, ewig im Game Center zu spielen, also sind wir auf die Spiele nach Hause umgestiegen und...
Ich habe wieder verloren. Ich habe immer gewonnen. Aber das ließ sich nicht ändern. Sie wird extrem sauer, wenn ich nicht mein Bestes gebe. Und um was für einen unzüchtigen Gefallen willst du mich heute bitten? Kannst du nicht so tun, als hätte ich dich zu solchen Dingen gezwungen? Die Dinge, um die ich sie gebeten habe, waren hauptsächlich Hilfe bei der Hausarbeit. Ich habe nie um einen unzüchtigen Gefallen gebeten. Ich brauche nicht zu fragen, weil ich schon bei der Art, wie sie sich zu Hause kleidet, nicht weiß, ob ich hinschauen soll. Was ist denn mit dir los? Magst du es, wenn Mädchen ein bisschen zärtlich werden? Was? Wenn du mich darum bittest, tue ich es. Ich kann Befehle nicht missachten. Im Gegensatz zu ihren Worten schien sie etwas zu erwarten. Ich verstand, dass sie andeutete, dass ich darum bitten sollte, also beschloss ich zu gehorchen und sie zu bitten, ein bisschen zärtlich zu werden. Dann... Willst du, dass ich dein Schoßkissen benutze? Wenn du das sagst? Kann ich deinen Kopf streicheln, richtig? Nur heute. Sie schien gute Laune zu haben. Nach 2 Stunden... Oh nein, mein Bewusstsein. Weil ich meine Augen zu sehr benutzt hatte, war ich kurz davor, ohnmächtig zu werden. Ich dachte, das Schoßkissen würde ziemlich schnell enden, aber Hinata scheint es zu mögen und es gab kein Anzeichen, dass sie sich bewegen würde. Ich möchte, dass sie sich amüsiert, aber weil ich meine Augen zu sehr beansprucht habe, hatte ich Schwierigkeiten, mich wach zu halten und... Hm? Yamato, warum hast du aufgehört? Schläfst du etwa? Wirklich? Ich glaube nicht, dass Menschen in so einer Situation schlafen. Ich war schockiert, denn obwohl ich auf seinem Schoß saß, schlief er, als ob es ihm nichts ausmachte. Oh, es ist gefährlich, mit Brille zu schlafen, weißt du? Was zum Teufel? Die Gläser sind weiß und man kann kaum etwas sehen. Ich habe schon mal gehört, dass es Menschen gibt, die zu gut sehen. Die Menge an Informationen überfordert ihr Gehirn und ihre Augen. Also tragen sie eine Brille, die Information reduziert. Verstehe. Deshalb hat er seine Brille jedes Mal abgenommen, wenn wir ein Spiel gespielt haben. Seine Augen sind unglaublich gut. Also könnte es sein, dass er die neuen Rekorde bei den Spielen, die wir gespielt haben, gleich beim ersten Versuch geschafft hat. Nun, eigentlich ist er nicht der Typ, der lügen würde. Ich habe genug Zeit mit ihm verbracht, um das herauszufinden. Er hat also die Wahrheit gesagt. Ich habe ihm überhaupt nicht geglaubt, aber er hat nicht ein einziges Mal ein verneinendes Gesicht gemacht. Er hat also den ganzen Tag mit mir gespielt, obwohl es für seine Augen anstrengend war. Oh nein, was soll ich nur tun? Mein Herz klopft so schnell und es hört nicht auf. Es ist nicht zu ändern. Meine Mutter war sehr beschäftigt, seit ich klein war. Und ich wurde ein rebellisches Mädchen, weil mich niemand beachtet hat. Aber Yamato war nett zu mir, auch wenn ich gemein war. Und er schenkt mir immer Aufmerksamkeit und spielt mit mir. Ich wurde mir meiner Gefühle für ihn bewusst und holte tief Luft, um mich zu entscheiden. Und... Yamato? Ich liebe dich, Yamato. Würdest du mit mir ausgehen? Ich flüsterte ihm ins Ohr, weil ich wusste, dass er mich nicht hören konnte. Mein Name ist Taku Nijima. Ich bin jetzt im 2. Jahr der Highschool und habe 0 Freunde. Es gibt nichts Besonderes oder Herausragendes an mir, außer vielleicht, dass ein Einzelgänger wie ich an der Schule selten ist. Ah, die Einschulungsfeier findet statt. Die Glücklichen. Ich schaute neidisch aus dem Fenster des Klassenzimmers, als ich die Neuzugänge auf dem Schulgelände herumlaufen sah. Der Grund, warum ich ein Einzelgänger bin, ist, dass ich in den ersten Tagen der Highschool keine Freunde gefunden hatte. Als ich noch in der Mittelschule gewesen war, hatte ich mir geschworen, in der Oberschule ein beliebter Typ zu werden. Ich sorgte dafür, dass ich zu den coolen Schülern gehörte, indem ich gegenwärtige Trends studierte. Ich hatte eigentlich gedacht, es wäre ein Kinderspiel, aber... Am Tag vor Schulbeginn wurde ich in einem Unfall verwickelt, als ich versuchte, ein Mädchen zu retten, das beinahe überfahren wurde, und lag danach über 1 Monat lang im Krankenhaus. Als dann der Mai kam, hatten bereits alle ihre Gruppen gebildet. Ich war zurückgeblieben und hatte meine Chance verpasst. Mein Start kam zu spät und ich wurde zu einem ausgewiesenen Einzelgänger. So verging dann ein ganzes Jahr und ich war in meinem 2. Jahr immer noch alleine. Jetzt bleibt mir nur noch mein großes Debüt an der Universität anzupeilen. Ich hatte genug Zeit gehabt, um mich an meine jetzige Situation zu gewöhnen. Es hieß, dass man auf der Uni die Möglichkeit habe, eine Freundin zu finden. Ich dachte gerade darüber nach, als plötzlich mein Smartphone in meiner Tasche vibrierte. Hm? Ich schaute auf mein Handy.
Es war eine Nachricht von meinem besten Freund aus der Mittelschule namens Akira. Hey Taku, in welcher Klasse bist du? Was meinst du? Ich fand es seltsam, dass mein bester Freund, der auf eine andere Schule ging, wissen wollte, in welcher Klasse ich war. Ich war verwirrt und hatte ein wenig Angst. Ich war mir nicht sicher, ob ich ehrlich antworten sollte oder nicht. Naja, 2b. Für den Fall, dass er mit der Info irgendwas Dummes machen würde, würde ich mich mit einem Baseballschläger bedanken. Wow, wer ist denn das süße Mädchen da? Wow, Moment mal, ist das nicht eine neue Erstklässlerin? Plötzlich gab es einen Aufruhr am Eingang. Ich wurde neugierig und drehte mich um. Die habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Der Farbe ihrer Schleife nach zu urteilen, war sie eine neue Schülerin an der Schule. Sie hatte schöne, glatte und gewellte lange Haare. Ihr unschuldiges, süßes und hübsches Gesicht zog sofort die Aufmerksamkeit der Schüler in der Klasse auf sich. Sie sah aus, als würde sie nach jemandem Ausschau halten. Ich habe das Gefühl, dass ich sie schon mal irgendwo gesehen habe. Aber wahrscheinlich irre ich mich. Einzelgänger wie ich gehen normalerweise davon aus, dass niemand kommt, um uns zu sehen. Wir werden nur von Lehrern gerufen, wenn wir in Schwierigkeiten stecken. Traurig, aber wahr. Ich schwöre, dass ich es an der Uni besser machen werde. Hallo Senpai! Während ich mich selbst bemitleidete, schien das Mädchen gefunden zu haben, wen sie gesucht hat. Ich hörte leise Schritte, die sich mir näherten und... Lange nicht mehr gesehen, Senpai. Aus irgendeinem Grund blieb sie vor mir stehen. Wer bist du? Sie kam mir irgendwie bekannt vor, aber leider hatte meine Festplatte den Namen von diesem süßen Mädchen nicht gespeichert. Du erinnerst dich nicht an mich? Sagen wir mal, du kommst mir bekannt vor. Ich bin's, Kisaki Sara, Akiras kleine Schwester. Hä? Was? Du bist Akiras Schwester? Mein Freund hatte eine kleine Schwester. Ich hatte sie ein paar Mal getroffen, als ich in der Mittelschule bei Akira abgehangen hatte. Aber jetzt, wo sie es sagt, sie sieht tatsächlich aus wie seine Schwester. Okay, darum wollte Akira wissen, in welche Klasse ich gehe. Aber das war schnell, ich habe erst vor ein paar Sekunden geantwortet. Und außerdem... Du siehst ganz schön anders aus. Ich habe dich nicht so auffällig in Erinnerung. Du erinnerst dich nicht daran, was? Hast du was gesagt? Ich meinte nur, dass du dich auch sehr verändert hast, Senpai. Ach ja, du meinst, dass ich plötzlich so viel besser aussehe, oder? Willst du die nette Variante oder die Wahrheit als Antwort? Damit hast du bereits alles gesagt, meinst du nicht? Naja, dein Aussehen mal außen vor gelassen. Du warst früher jedenfalls nicht so ein einsamer, loser Typ. Ich hatte einen schlechten Start. Verstehe. Ich dachte nicht lange über meine Antwort nach, aber sie wirkte für einen kurzen Augenblick niedergeschlagen. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Schließlich war es nichts, worüber sie sich Sorgen zu machen brauchte. Dann muss ich ihr wohl als deine süße Kohai anpacken. Keine schlechte Idee. Warum packst du nicht deine Schuluniform aus und ziehst sie aus? Das wäre super. Das ist nicht lustig, Senpai. Ich habe ihr doch nur gesagt, wo sie anpacken könnte. Ups, ich gehe dann mal besser zurück in meine Klasse. Ja, besser ist das. Na dann tschüss. Bis später, Senpai. Sara winkte mir zu, als sie das Klassenzimmer verließ. Sie war äußerst energisch und mir wurde klar, wie lange es her war, dass ich so ein unterhaltsames Gespräch geführt hatte. Hat sie gerade gesagt, bis später? Hatte sie vor, noch einmal vorbeizukommen? Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat sie das nur gesagt, weil wir uns vielleicht irgendwo in der Schule wieder über den Weg laufen werden. Und wieso fühlt es sich so an, als würden mich die anderen anstarren? Nachdem Sara gegangen war, spürte ich, wie alle Augen auf mich gerichtet waren. Es fühlte sich seltsam an. Es war ja nicht so, als hätte ich irgendetwas getan. Am nächsten Tag. Lass uns zusammen Mittag essen, Senpai. Aus irgendeinem Grund stand Sara vor mir. Was machst du denn hier? Was meinst du, Senpai? Ich hab doch gesagt, dass wir uns später sehen, oder nicht? Das hat sie also damit gemeint. Warum isst du nicht mit deinen Freunden? Senpai, willst du mir sagen, ich soll zurückgehen, meine Freunde anbetteln, mich mit ihnen essen zu lassen, nachdem ich gerade alle Einladungen von ihnen abgelehnt habe, um mit dir zu essen? Du hättest ihre Einladung annehmen sollen. Was machte sie hier, anstatt mit ihren Freunden zu essen?
Willst du damit sagen, dass du nicht mit einem süßen Mädchen mit mir essen willst? Natürlich will ich das. Dann ist es ja entschieden. Ah, sie hat mich dazu gebracht, es zuzugeben. Heißt das, dass ich unterbewusst mit einem Mädchen zusammen Mittag essen wollte? Also los, lass uns essen. Ich hatte keine Ausreden mehr, um ihren Vorschlag auszuschlagen. Wow, ich wusste nicht, dass es diesen Ort hier überhaupt gibt. Ja, Einzelgänger wie ich haben eine besondere Fähigkeit, ruhige Orte wie diesen zu finden. Nicht schlecht, oder? Hammer, das ist eine Superpower, Senpai. Schau mich nicht so mitleidig an. Wie auch immer, ich habe mein Mittagessen heute selbst gemacht. Echt jetzt? Krass. Willst du mal probieren? Sarahs Mittagessen sah köstlich aus. Ich hatte nur ein billiges Sandwich, das ich auf dem Weg zur Schule gekauft hatte. Natürlich wollte ich etwas von ihrem Essen probieren. Wer würde das nicht wollen? Ja, sieht gut aus. Okay, dann weit aufmachen. Hä? Warum versucht sie mich zu füttern? Aber das könnte das erste und letzte Mal sein, dass mich ein Mädchen so füttert. Mein Taco-Sensor schlug Alarm und sagte mir, dass dies eine Chance war, die ich mir nicht entgehen lassen könnte. Ich schob meine Verlegenheit beiseite und aß das Omelett, das sie mit mir teilte. Und, wie schmeckt's? Sehr gut. Das freut mich zu hören. Sie schien leicht verlegen zu sein, als ich ihr Essen lobte. Es war doch peinlicher, als ich dachte. Hey, du bist diejenige, die das gemacht hat. Naja, weil ich das tun wollte. Egal. Ich hatte keine Ahnung, warum sie das alles für mich tat. Wie seltsam. Ich glaubte nicht, dass ich irgendetwas für sie getan habe, um so behandelt zu werden. Als ich vom Mittagessen zurückkam, spürte ich wieder die Augen meiner Mitschüler auf mir. Sarah kam 2 Tage hintereinander zu mir und wir aßen zusammen zu Mittag. Ich konnte die Neugierde der anderen geradezu riechen. Aber lasst mich eine Sache sagen. Wenn ihr alle so neugierig seid, warum kommt ihr dann nicht einfach zu mir und redet mit mir? Nach der Schule. Es begann zu regnen. Ah, es regnet. Dabei war es beim Mittagessen so sonnig. Die meisten Schüler hatten einen Regenschirm dabei. Das heißt wohl, dass der Regen vorausgesagt worden war. Für alle da draußen, die nicht auf die Wettervorhersage achten, lasst euch das eine Lehre sein. Mist. Was soll ich tun? Was tust du hier, Senpai? Als ich so dastand und überlegte, was ich tun sollte, kam Sarah von hinten zu mir. Warum warst du nicht da, als ich dich in deinem Klassenzimmer gesucht habe? Ich habe nicht mit dir gerechnet. Ich war überrascht zu erfahren, dass sie anscheinend auch nach der Schule in meine Klasse kam. Was stehst du denn da so rum? Naja, ich habe vergessen, einen Regenschirm mitzunehmen. Ich sitze hier fest. Scheint so, als hättest du dich heute Morgen nicht über das Wetter informiert, was? Ja, ich würde mir gern selbst in der Vergangenheit eine klatschen. Ich hätte einen mitgebracht, wenn ich gewusst hätte, dass es regnet. Das hieß wohl, dass ich in der Schule festsaß, um den Regen abzuwarten. Ich habe gute Neuigkeiten für dich, Senpai. Tada! Ich habe einen Regenschirm. Du willst es mir wohl unter die Nase reiben, oder? Was ist mit den guten Neuigkeiten? Sie wollte nur von mir prahlen. Das habe ich nicht gemeint, Senpai. Ich habe dir angeboten, mit mir nach Hause zu gehen. Was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mir gerade angeboten hat, den Regenschirm mit dir zu teilen. Ist das die Chance für einen unerfahrenen, einsamen Jungen wie mich, das zu tun, was all die verliebten Pärchen tun? Nicht nur das. Mit so einem süßen Mädchen. Gleich 2-mal so ein Glück an einem Tag. Heute muss mein Glückstag sein. Klingt gut. Bitte lass mich mit unter den Schirm, Fräulein Sarah. Senpai, dein Gesicht. Übertreib es mit deiner Freude nicht. Ups. Ich fragte mich, wie mein Gesicht gerade ausgesehen haben musste. Könnte mir bitte jemand einen Spiegel reichen? Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal einen Schirm mit einem Mädchen geteilt habe. Ja, weil es wahrscheinlich dein erstes Mal ist. So kann man es wohl auch ausdrücken. Aber hakt man sich ein, wenn man sich einen Schirm teilt? Natürlich macht man das so. Ich schaute mich um. Es gab noch andere Schüler, die sich Regenschirme teilen. Aber niemand hatte sich eingehakt. Naja, es gab viel mehr Schüler, die alleine waren. Ich habe immer noch so meine Zweifel. Ich dachte, einen Regenschirm zu teilen ist etwas, was Paare tun. Entweder das oder ist Sarah in mich verknallt? Nein, nein, nein. Beruhig dich, Taku. Solche voreiligen Schlüsse zu ziehen, ist ein typisches Merkmal eines Mannes ohne Freundin. Das ist nur eine nette Geste gegenüber einer Person, die ihren Schirm vergessen hat. Das ist alles. Was murmelst du da vor dich hin?
Nichts Besonderes. Ich führe nur Selbstgespräche. Am nächsten Tag. Senpai, ich habe das Gefühl, du schuldest mir etwas dafür, dass du meinen Schirm mit mir teilen durftest. Was ich mich viel eher frage, ist, warum du heute schon wieder mit mir zu Mittag isst. Natürlich, das tue ich. Ich würde ja gerne wissen, warum das so natürlich ist. Du meinst also, dass ich dir was schulde. Ich bin dir dankbar und würde dir das auch gerne beweisen. Ich habe heute frei. Also lass mich heute nach der Schule bei dir vorbeikommen. Mein Haus? Es machte mir nichts aus, wenn sie vorbeikäme. Ich habe keine Regeln, die es mir verbieten würden, Gäste zu empfangen. Und ich habe Spiele und andere Dinge, um die Zeit totzuschlagen. Allerdings, meine Eltern kommen aber erst spät nach Hause. Perfekt. Was meinst du? Hallo. Sie ist wirklich gekommen. Meine Eltern waren nicht da, um auf uns aufzupassen. Wir waren ganz allein. Nicht, dass ich vorgehabt hätte, etwas zu tun, aber ich war ein wenig besorgt über Sarahs mangelnde Fähigkeit, Gefahren zu erkennen. Du solltest vorsichtiger sein, Sarah. Wir geben, wie hübsch du bist. Was? Was soll das denn auf einmal heißen? Es ist ja nicht so, dass ich einfach zu jedem beliebigen Jungen nach Hause gehe. Ich schätze, ich wirke einfach harmlos. Ich weiß nicht, ob ich mich geschmeichelt oder niedergeschlagen darüber fühlen soll. Also, was sollen wir machen? Alles, was ich habe, sind Spiele. Tut mir leid, aber ich habe keine von diesen Modezeitschriften oder so, die Mädchen lesen. Warum würde ich den ganzen Weg hierher kommen, um Modezeitschriften zu lesen? Lass uns was spielen. Etwas, das wir zusammen spielen können. Na gut, dann... Ja, nimm das! Nicht so voreilig. Uff, nicht schlecht, Senpai. Aber ich habe nicht vor, gegen dich zu verlieren. Du Bratze, du hast noch einiges zu lernen, bevor du mich besiegen kannst. Na dann, zeig mal, was du hast. Nein, ich glaub's nicht. Mein großer Bruder hat das gleiche Spiel und ich habe viel geübt. So ein Mist. Ich kann nicht glauben, dass ich gegen dich verloren habe. Ah, es fühlt sich so gut an, dich zu schlagen, Senpai. Oh, guck mal, wie spät es ist. Oh, musst du nach Hause? Ich bring dich heim. Nein, ich habe meinen Eltern schon gesagt, dass ich heute bei dir esse. Davon weiß ich aber nichts. Was hast du heute Abend zum Essen geplant, Senpai? Ich hatte vor, außerhalb zu essen. Moment, warum trägst du eine Schürze? Muss ich das wirklich erklären? Deine süße Kohai kocht dir Abendessen, Senpai. Was? Warum macht Sarah das alles für mich? Vielleicht ist es normal, dass ein Mädchen für einen Freund kocht, mit dem sie befreundet ist. Aber es ist nicht so, als würden wir uns schon lange kennen und sie ist ganz alleine gekommen. Und jetzt will sie auch noch für mich kochen? Irgendetwas ist hier faul. Es ist fast so, als ob wir ein Paar wären, das zusammenlebt. Das Essen ist fertig, Senpai. Lecker. Ja, wirklich? Freut mich, dass es dir schmeckt. Es schmeckte köstlich. Ich konnte gar nicht aufhören zu essen. Aber irgendetwas stimmte einfach nicht. Diese ganze Situation fühlt sich einfach seltsam an. Sind wir wirklich nur Freunde? Es gibt noch mehr, wenn du willst, Senpai. Ja, bitte. Wir sind irgendwie wie ein Ehepaar, denkst du nicht auch? Das sagte sie genau dann, als ich gerade darüber nachdachte und ich verschluckte mich fast am Essen. Danach zog ein weiterer Monat ins Land. Lass uns wieder auf dem Dach zum Mittag essen, Senpai. Wir aßen jeden Tag zusammen zu Mittag, wenn wir Schule hatten. Lass uns zusammen nach Hause gehen, Senpai. Darf ich wieder vorbeikommen, Senpai? Ich koche wieder für dich, wenn du mich lässt. Wir gingen fast jeden Tag zusammen zu mir nach Hause und verbrachten dort unsere Zeit. Ab und an aßen wir auch zusammen zu Abend. Irgendetwas passiert hier. Ich meine, jeden Tag. Das muss doch etwas bedeuten, oder? Gibt es sowas zwischen Jungs und Mädchen, die kein Paar sind? Nicht, dass ich irgendwelche weiblichen Freunde gehabt hätte, aber das ist doch nicht normal. Selbst wenn wir nur gute Freunde wären, hängt man doch nicht jeden Tag zusammen ab. Es war eher etwas, was einer romantischen Beziehung nahe kam. Aber wir waren noch kein Paar. Was mich zu der naheliegendsten Schlussfolgerung brachte. Sarah muss sich in mich verknallt haben. Aber ich muss das irgendwie bestätigen. Ich weiß. Ich werde versuchen, sie einmal von hinten zu umarmen. Wenn sie sich nicht wehrt und es ihr gefällt, heißt das, dass ich recht habe. Keine schlechte Idee, wenn ich das mal so sagen darf. Ich stand auf und ging auf Sarah zu, die gerade in der Küche das Abendessen kochte. Hey, Sarah. Was ist denn, Senpai? Ich bin fast fertig, also... Entschuldige mal ganz kurz. Ich hielt sie sanft von hinten fest. Sie verströmte einen süßen Geruch. Ich konnte ihren weichen und zarten Körper und ihr langes und seidiges schwarzes Haar spüren. Nein, ich mach das nicht, um ihre körperlichen Vorzüge zu genießen. Wie gesagt, das war nur zur Bestätigung. Ich würde mich später dafür entschuldigen.
Also, was passiert jetzt? Ich schaute über ihre Schulter, um einen Blick auf ihr Gesicht zu werfen und bemerkte die Tränen, die über Sarahs Wange flossen. Was zum... Das war das Letzte, was ich erwartet hatte, und ich erstarrte an Ort und Stelle zu einer Salzsäule. Senpai... Es tut mir leid. Hey, warte. Nein, mir tut es leid. Es tut mir so leid. Ich wollte dich nicht zum Weinen bringen. Ich sagte ihr ehrlich, warum ich sie umarmt habe. Was hast du dir dabei gedacht, Senpai? Ich weiß. Ich bin ein Idiot. Sarah hörte auf zu weinen, nachdem sie mir zugehört hatte. Ich drückte meine Stirn in den Fußboden, um mich aufrichtig bei ihr zu entschuldigen. Gut, ich verstehe schon. Es scheint so, als wäre es teilweise meine Schuld gewesen. Nein, überhaupt nicht. Es tut mir so leid. Ich hätte nicht gedacht, dass du es so sehr hassen würdest, dass du weinen musst. Ich fühlte mich wirklich schlecht. Es ist nicht so, dass ich es gehasst hätte. Hä? Das tue ich nicht. Ich mag dich, Senpai. Aber du hast doch geweint, weil es dir nicht gefallen hat, oder? Nein, es kam nur so plötzlich. Ich war noch nie in so einer Situation mit einem Jungen. Das kam unerwartet. Ich meine, sie war doch so süß, dass alle Jungs sie immer anschauten. Ich hätte erwartet, dass sie zumindest etwas Erfahrung hatte. Aber davon mal abgesehen, warte mal, du magst mich wirklich? Warum klingst du so überrascht? Du hast mich umarmt, weil du das gedacht hast, oder? Was für ein Mädchen kommt jeden Tag zu einem Jungen, den sie nicht einmal mag, und hängt mit ihm ab und kocht für ihn Abendessen? Und warum glaubst du, bin ich dir hinterhergelaufen und auf diese Highschool gekommen? Aber es gibt doch nichts Sympathisches an mir. Ich meine, sieh mich an. Ich bin ein Loser, der keine Freunde hat. Es stimmt, dass du nur ein langweiliger und erbärmlicher Einzelgänger bist. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du das verneinst, aber nur um das festzuhalten. Wenn du das so unverhohlen sagst, tut das schon weh. Du warst schon immer ein lieber Mensch, Senpai. Du hast mich sogar vor einem Unfall bewahrt. Deshalb kommst du mir so bekannt vor. Du bist das Mädchen von dem Unfall. Als ich sie das erste Mal in der Schule getroffen hatte, dachte ich, dass sie mir bekannt vorkam, weil sie Akiras Schwester war. Aber jetzt, wo ich darüber nachdachte, wurde mir klar, dass sie das Mädchen war, das ich gerettet hatte, kurz bevor ich auf die Highschool... Jetzt habe ich dir schon so viel erzählt. Ich kann dir genauso gut sagen, was ich für dich fühle. Ich mag dich, Senpai. Willst du mit mir gehen? Oh, wow. Ich fühle mich geschmeichelt, das von so einem süßen Mädchen gefragt zu werden. Und darüber hinaus. Es hat so viel Spaß gemacht, Zeit mit dir zu verbringen. Ansonsten hätte ich ja nicht so viel Zeit mit dir verbracht. Ich wollte den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Ich liebe dich auch, Sarah. Wirklich? Ja. Hey, jetzt umarmst du mich aber plötzlich. Ja klar, jetzt kannst du mich nicht mehr überrumpeln. Mir wurde ganz warm ums Herz. So muss es sich anfühlen, wenn man verliebt ist. Es hatte zwar einige Missverständnisse und Grenzen gegeben, die überschritten worden waren, aber am Ende waren wir in der Lage, uns unsere wahren Gefühle zu zeigen. Ich hätte nie erwartet, dass sich die Dinge so entwickeln würden. Im Frühling meines zweiten Schuljahres. Ich liebe dich, Senpai. Wir wurden ein Paar. Hier, das Papier. Ich, Sahara Riku, verliebte mich in diesem Moment. Das lange gewellte Haar, ihre klaren hellbraunen Augen und ihre süße Nase. Es gibt niemanden auf dieser Schule, der sie nicht kennt. Oh, danke. Oh nein, mein Gesicht ist knallrot. Sie hob einen Stapel Papier auf, den ich auf den Boden hatte fallen lassen. Ihr Name war Kamiya Narumi. Und ich konnte erkennen, wie schön sie war, weil unsere Gesichter sich so nahe kamen. Kein Wunder, dass alle sagten, dass sie das schönste Mädchen der Schule sei. Ich konnte meine Augen nicht von ihr abwenden. Ich glaube, das war's. Ich mag dich, Narumi. Die Worte verließen meinen Mund von ganz alleine, nachdem ich ihr Gesicht gesehen hatte. Ich verstand selbst nicht, warum ich das gesagt hatte. Wir waren nicht einmal in der gleichen Klasse und ich hatte heute zum ersten Mal mit ihr gesprochen. Ich war ein introvertierter Mensch, ohne Freunde. Sie hingegen ist das beliebte Mädchen in der Schule. Wir waren völlig unterschiedlich. Das ist wirklich lieb, aber sorry. Das war wohl die natürliche Reaktion. Ich glaube nicht, dass jemand ein Liebesgeständnis von einer Person annehmen würde, mit der er noch nie gesprochen hat. Und wir redeten hier von Kamiya-san. Es gibt tonnenweise gut aussehende Typen für sie. Warum also einen introvertierten Kerl wie mich nehmen? Ich muss jetzt los. Pass auf, dass du das nächste Mal deine Sachen nicht fallen lässt. An dem Tag, an dem ich mich verliebte, hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben jemanden meine Liebe gestanden
und wurde zum ersten Mal in meinem Leben abgewiesen. Als ich nach Hause kam, ließ ich mich aufs Sofa fallen. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, gibt es kein Szenario, bei dem ich nicht abgelehnt worden wäre. Aber trotzdem, selbst wenn das der Fall ist, tut mir das Herz weh. Wissen die Leute mit Freunden und Freundinnen da draußen, wie schmerzhaft das ist? Falls ja, dann sind die echte Krieger. Oh, Oni-chan, du bist zu Hause. Die Wohnzimmertür öffnete sich. Das Mädchen, das hereinkam, war ein niedlich aussehendes Mädchen, das ihre Schuluniform auf unordentliche Art und Weise trug. Ich bin zu Hause. Du siehst noch deprimierter aus als sonst, Oni-chan. Das sah meine kleine Schwester Mika. Der Unterschied zwischen uns war, dass sie super süß war und ich der größte introvertierte Loser. Es stellte eines der größten Geheimnisse in unserer Familie dar. Ich habe mir heute einen Korb eingefangen. Und? Und? Ihre kühle Haltung brachte mich fast zum Weinen. Dein Bruder wurde gerade abblitzen gelassen. Aber du wirfst mir einfach so eiskalt ein einziges Wort entgegen? Es ist, als wäre mein Herz in Stücke zerbrochen und dann zerfetzt worden. Ich hab dir doch gesagt, du kannst für immer bei mir bleiben. Nennt man sowas nicht Schmarotzer? Wie soll ich bitte von meiner jüngeren Schwester abhängig sein? Aber es ist seltsam, dass ein introvertierter Typ wie du einem anderen Mädchen als mir seine Liebe gesteht. Das war das erste Mal. Und lass es nicht so klingen, als hätte ich es mit dir getan. Na und? Wem hast du es gesagt? Kamiya. Ich erzählte Mikan, was heute passiert war. Wow, Oni-chan. Du bist wirklich eine Nummer für dich. Ich kann nicht glauben, dass du jemandem deine Liebe gestanden hast, mit dem du noch nie gesprochen hast. Und dann auch noch ausgerechnet die berühmteste Schönheit der Schule, Kamiya. Meinst du? Meine Schwester lobte mich dafür. Es tat weh, zurückgewiesen worden zu sein, aber die Tatsache, dass ich mutig genug war, ihr zu sagen, dass ich sie liebte, war an sich etwas Wunderbares. Introvertierte sind manchmal wirklich dumm, oder? Sie hatte sich nur über mich lustig gemacht. Die Sache ist die. Du musst unterscheiden können zwischen mutig sein, etwas Unmögliches tun und ein Arschloch sein. Moment mal. Wenn ich eines kann, dann ja wohl erkennen, wer ein Arschloch ist. Ich glaube langsam, du magst mich nicht. Aber sie lag gerade auf meinem Schoß. Was sollte das bedeuten? Aber ja, ich schätze, es war von vornherein unmöglich, wie du sagst. Ich fühle mich jetzt schlecht für Kamiya. Am besten gebe ich es ganz auf. Wovon redest du? Ah, mein Kinn! Mikan stand plötzlich auf und ihr Kopf hämmerte mit voller Wucht gegen mein Kinn. Du gibst viel zu schnell auf! Kannst du dich erstmal um mich kümmern, bevor du sagst, was ich tun soll? Hör mir mal zu. Nur Introvertierte geben auf, nachdem sie jemandem gesagt haben, was sie für sie fühlen. Naja, ich bin halt introvertiert, im Gegensatz zu dir. Eine Ablehnung ist nicht das Ende der Welt. Du kannst vieles an dir verbessern. Du wirst dich anstrengen, bis sie dich mag, und dann wirst du ihr deine Liebe nochmal gestehen. Es ist noch nicht zu spät, es zu versuchen. Mikan. Es stimmte, dass ich ihr meine Gefühle offenbart hatte, ohne mich bemüht zu haben, besser zu werden. Wenn ich mich anstrengte, damit sie mich mochte, würde das Ergebnis vielleicht... Aber ich weiß nicht, was ich tun soll, um mich zu verbessern. Deshalb bin ich ja hier, Oni-chan. Im Gegensatz zu dir bin ich eine der beliebtesten Schülerinnen in der Schule. Ich kann dir beibringen, wie du zu dem Mann wirst, in dem sich sogar Kamiya verlieben wird. Die Worte meiner Schwester waren manchmal wirklich verletzend. Gerüchten zufolge war meine Schwester in der Schule genauso beliebt wie Kamiya. Lehrmeisterin. Genau das. Jetzt streichle meinen Kopf. Und zwar sofort. Meine Schwester wollte mir also beibringen, wie ich mich verbessern konnte. Was soll ich jetzt tun? Das sag ich dir später. Du kannst jetzt erstmal einfach meinen Kopf streicheln. Ja, Meisterin. Du kannst das echt gut. Der nächste Tag nach meinem Liebesgeständnis. Mikan, wer genau bist du eigentlich? Nicht bewegen, Oni-chan, das sieht gut aus. Was ist denn los? Deine Nase blutet. Ich hatte recht, du bist einfach der Beste, Oni-chan. Ich wusste nicht wirklich, was sie da sagte, aber ich wünschte mir, dass sie sich die Nase putzte. Wir sind schon eine Weile nicht mehr zusammen zur Schule gegangen. Ja, es ist eine Weile her. Guckt nicht jeder in unsere Richtung? Jedes Mal, wenn ich an jemandem vorbeiging, spürte ich die Blicke der Leute. Normalerweise bekam ich nicht so viel Aufmerksamkeit, weil ich ein zurückhaltender Mensch bin. Verstehe. Es liegt daran, dass ich heute mit dir zusammen bin. Nun, das könnte auch ein Grund sein, aber ich denke, dass du im Moment im Mittelpunkt stehst. Sehe ich so komisch aus? Ich war von der Brille auf Kontaktlinsen umgestiegen und habe meine Frisur ein bisschen verändert. Es war also etwas anderes als sonst. Du hast mir den Spiegel nicht gezeigt. Das ist auch nicht nötig. Sie wollte mir nicht zeigen, wie ich aussah. Ich hatte nichts außer der Liebe meiner Schwester, um mir zu garantieren, dass ich gut aussah. Ich verabschiedete mich von Mikan und ging nervös zu meinem Klassenzimmer. Alle sahen mich an und erstarrten, als ich den Raum betrat.
Wie zum Teufel sehe ich aus? Die Reaktion meiner Mitschüler beunruhigte mich nur noch mehr. Ich muss gehen und mit Kamiya reden. Ich stellte meine Tasche auf meinen Tisch im Klassenzimmer und ging die Blicke meiner Mitschüler ignorierend raus. Mikan hat mir gesagt, dass ich erst einmal mit Kamiya reden soll. Für einen introvertierten Typen wie mich ist es eine große Herausforderung, mit jemandem zu reden, mit dem man noch nie gesprochen hat. Ich hoffe, ich breche nicht zusammen. Ich sollte mich erst wegen gestern entschuldigen. Vielleicht ändert sie ihren Eindruck von mir, wenn ich auf dem Boden um Vergebung bettle. Sie dachte wahrscheinlich, dass ich ein seltsamer Mensch war, weil ich ihr bei unserem ersten Gespräch schon meine Liebe gestanden hatte. Als ich mich ihrem Klassenzimmer näherte, kam sie zum perfekten Zeitpunkt aus der Tür. Oh, Kamiya? Ich wollte mich bei dir wegen gestern bedanken. Oh, du bist der Junge, der den Stapel Papier fallen gelassen hat? Ich war so froh, dass sie sich an mich erinnerte. Ich bin Sahara Riku. Oh, schön, dich kennenzulernen. Die Dinge liefen ganz und gar nicht gut. Vielleicht sollte ich doch lieber um Vergebung bitten. Ich war überrascht. Du hast dich seit gestern ganz schön verändert. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung, wie ich aussah, abgesehen von der Tatsache, dass ich keine Brille mehr trug. Ich hätte auf die Toilette gehen sollen, um nachzusehen, bevor ich mit dir rede. Ja, ich bin echt überrascht. Du siehst viel cooler aus als gestern. Meisterin Mikan, ihr hattet recht. Was habe ich dir gesagt? Du hast die richtige Entscheidung getroffen, indem du dich auf mich verlassen hast. Du wirst für immer meine Meisterin sein. Du kannst für immer an meiner Seite bleiben und ich werde dich durchfüttern. Das ist eine ganz andere Sache, Schwesterlein. Ich beschloss, alles Mikan zu überlassen, da Kamiya nun einen guten Eindruck von mir hatte. Ich hatte das Glück, eine ausgezeichnete Schwester zu haben, die mir beibringen konnte, wie man attraktiv wird. Meisterin, warum muss ich Mädchenmanga lesen? Mädchenmanga beinhalten die inneren Sehnsüchte von Mädchen. Wenn du das studierst und die Techniken darin anwendest, wird sich Kamiya an dich verlieben. Ich hab da so meine Zweifel. Beeil dich und lies es! Dann musst du die Hand gegen die Wandtechnik erlernen. Soll ich die etwa bei Kamiya anwenden? Ich hatte Angst, dass sie mich für einen Spinner hielt, wenn ich das plötzlich bei ihr machte. Wenn das wirklich dabei helfen würde, Mädchen zu bekommen, wären die Wände in ganz Japan voller Löcher. Stellst du etwa meine Methoden in Frage? Du sollst einfach tun, was ich sage und ich garantiere dir, dass es klappen wird. Was denn, Mikan? Nicht so, Nichan. Und am nächsten Tag? Ich... Hey, schau mich an. Ich benutzte die Hand gegen die Wandtechnik bei Kamiya. Ich hatte es danach sogar nochmal getan. Ich hatte sie auf das Dach gerufen und gemacht, was die Charaktere im Shoujo-Manga immer machen. Und Kamiya war ganz rot im Gesicht. Was soll denn das auf einmal? Natürlich war sie überrascht. Jeder wäre überrascht, wenn ihm das ohne Vorwarnung passieren würde. Aber ihre Reaktion war der Reaktion der weiblichen Charaktere aus dem Manga sehr ähnlich. War ich erfolgreich? Dann musste ich sie um ein Date fragen, so wie es von Mikan und dem Shoujo-Manga empfohlen wurde. Normalerweise glaubte ich ja nicht, dass irgendjemand mit mir ausgehen würde, nur weil ich die Hand gegen die Wand gehauen hatte. Du, ich habe mich gefragt, ob du dir diesen Samstag etwas Zeit für mich nehmen kannst. Ich möchte mit dir auf ein Date gehen. Oh, okay. Warum? Meisterin Mikan, ihr seid allmächtig. Ich verbeugte mich tief vor meiner Schwester, weil ich Kamiya mit einem Plan zu einem Date überredet hatte, den ich ohne ihre Unterstützung nicht in die Tat umgesetzt hätte. Willst du mich verarschen? Hä? Was hast du gesagt? Nicht so, Nichan. Aber jetzt solltest du einsehen, dass mein Rat funktioniert. Wenn du tust, was ich sage, wirst du Kamiyas Herz in 0,nix erobern. Meisterin, ich dachte erst, ihr würdet mich verarschen, aber ihr seid ein echtes Genie. Als nächstes musst du sie küssen. Meisterin? Nein, 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 nein. Das ist doch viel zu früh. Du bist naiv, Onichan. Viel zu naiv. Wenn man verliebt ist, muss man die ganz großen Schritte machen und wie Ikarus in den Himmel davonfliegen. Also, wenn ich mich richtig erinnere, stürzte Ikarus und landete am Ende auf dem Boden. Nein, 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 Onichan. Die Tatsache, dass sie dein Angebot angenommen hat, beweist, dass sie beginnt, dich zu mögen. Konnte das wahr sein? Wie du durch die Technik gelernt hast, mögen Mädchen, wenn Jungs sich ihnen direkt nähern und ein bisschen forsch sind. Sie wird sich in dich verlieben, wenn du sie küsst. Ich hätte gerne gewusst, ob das moralisch vertretbar war. Das sollte genügen. Mikan flüsterte etwas. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Ich meine, die Ratschläge, die sie mir bisher gegeben hat, waren alle hilfreich. Also ist es wohl ein Versuch wert. Wenn sie mich nicht küssen wollte, dann würde ich mich entschuldigen und auf dem Boden um Vergebung betteln, bevor ich mich an ihre Lippen mache. Vielleicht probiere ich es einfach aus. Am Tag vor dem Date mit Sahara war ich allein in meinem Zimmer und schrie.
Weil Sahara ist in letzter Zeit einfach viel zu attraktiv. So war er nicht gewesen, als er mir sagte, dass er mich mag. Aber er sah nun so anders aus. Wenn er seine Brille aufsetzt, ist er genau der Typ, den ich wirklich mag. Als Shoujo-Manga-Liebhaberin war die Hand-gegen-Wand-Aktion einfach zu schön, um wahr zu sein. Ich weiß, ich bin ein einfaches Mädchen und ich habe ihn einmal abgewiesen, aber ich denke jeden Tag an ihn. Was soll ich anziehen? Ich frage mich, ob er süße Kleider mag? Schließlich kam der Tag für das Date. Ich hoffe, meine Klamotten sind in Ordnung. Ich habe einfach das gekauft, was die Schaufensterpuppe getragen hat. Ich hatte es in einem Modegeschäft gekauft und Mikan meinte, dass es gut aussah, während sie Nasenbluten hatte. Also dachte ich einfach, dass es schon in Ordnung sein würde. Naja, zumindest hoffe ich das. Entschuldige, dass ich dich habe warten lassen. Ich hatte ein paar Minuten gewartet, als Kamiya auftauchte. Sie trug ein süßes Kleid und sie hatte ein bisschen Make-up auf ihrem ohnehin schon schönen Gesicht, was sie nur noch schöner machte als sonst. Wollen wir losgehen? Ich konnte meine Augen nicht von ihr lassen. Alles in Ordnung, Sahara? Entschuldige bitte, du bist einfach ein bisschen zu süß. Hä? Ich frage mich, ob dieses Nasenbluten genetisch bedingt war. Also, wohin sollen wir gehen? Das überlasse ich dir. Ihr Tonfall war hoch und ein wenig unsicher. Vielleicht ist sie nervös. Sie ist mit allen befreundet, also glaube ich nicht, dass sie nervös wird, wenn sie mit einem Jungen ausgeht. Wer war es noch gleich, der so verlegen war und dachte, dass sie nervös sein würde, weil sie nicht mit irgendeinem Typen, sondern ausgerechnet mit mir ein Date hat? Oh, warte, das war ja ich. Ich bin auch zum ersten Mal hier, also lass uns einfach gucken, was uns interessiert. Ich ging ein wenig vor Kamiya mit dem gleichen Tempo wie sie. Und dann? Sie streckte die Hand aus und nahm meine Hand in ihre. Es kam so plötzlich, dass ich rot anlief. Aber schon gut. Ich bin nicht mehr derselbe, der ich früher war. Interpretier da nichts rein. Das tut sie wahrscheinlich nur, weil es problematisch wäre, wenn wir uns aus den Augen verlieren. Es ist nicht so, dass sie Händchen halten will. Ich wollte deine Hand halten. Kamiya? Warum sollte sie mit mir Händchen halten wollen? Vielleicht fing sie ja wirklich an, mich zu mögen, so wie Mikan es mir gesagt hatte. Aber ich muss die ganze Zeit cool reagieren. Die Charaktere im Shoujo-Manga waren alle immer sehr cool und ruhig. Richtig, Riku? Ich habe kein Problem damit. Das war so peinlich. Ich stotterte wie verrückt. Danach haben wir viel unternommen. Eine Achterbahn? Ich hatte voll Angst. Ich kann nicht glauben, dass es Menschen gibt, die das unterhaltsam finden. Oh, das hat so viel Spaß gemacht. Ja, es war wirklich lustig. Es ist ziemlich gut gemacht. Ah! Wie kannst du hier keine Angst haben? Mach dir keine Sorgen. Ich kann gut mit solchen Sachen umgehen. Wenn dir etwas passiert, werde ich dich beschützen. Beschützen? Hier, bitte sehr. Danke, ich bezahle das. Ich habe aus Versehen 2 gekauft, also mach dir keine Sorgen. Du bist so nett. Und als die Sonne dabei war, unterzugehen, waren wir auf dem Riesenrad. Oh nein, ich habe keine Zeit mehr. Ich genoss die Zeit, die ich mit ihr verbrachte und verliebte mich noch mehr in sie, sodass ich viel zu sehr mit ihr beschäftigt war. Das Zeitgefühl zu verlieren ist ja okay, aber ich weiß nicht, wann ich sie küssen soll. Dies ist meine letzte Chance. Ich habe das Gefühl, das ist auch die beste Gelegenheit, aber ich weiß immer noch nicht, ob es richtig ist, sie einfach so zu küssen. Der Gentleman in mir sagte, wie unmoralisch das war und machte mich zu einem Feigling. Was ist los, Sahara? Ach, was soll's. Wenn ich jetzt einen Rückzieher mache, werde ich wieder zu dem Feigling, der ich früher war. Vertraue Mikan, von ganzem Herzen. Ich gab mir selbst einen Schubs. Und Kamiya! Sag mir, wenn du es nicht willst. Ich würde aufhören, wenn sie mich ablehnte. Laut Mikan konnte man nicht ablehnen, wenn man jemanden mag. Ich konnte mein Herz klopfen hören. Warte, Sahara. Und da geht sie dahin, meine Liebe. Sie sagte warte, als wollte sie nicht. Das war also der Beweis, dass sie mich nicht mochte. Tut mir leid, Mikan. Ich hab's nicht mal mit deiner Unterstützung geschafft. Also, wenn du noch weitergehen willst, möchte ich zuerst, dass du mein Freund wirst. Was? Also, ich bin glücklich und es ist in Ordnung für mich. Es ist nur so, dass ich sowas erst machen will, nachdem wir angefangen haben, miteinander auszugehen. Oh, okay. Sahara, liebst du mich? Ich weiß, dass ich dich einmal abgewiesen habe, aber ich liebe dich, Kamiya. Echt jetzt? Ich bin so glücklich. Es ist also dein Verdienst, Meisterin, dass ich jetzt mit Kamiya gehe. Du bist ganz besonders, Mikan. Zuerst dachte ich, dass ich auf die Art und Weise nicht in der Lage sein würde, mit dir auszugehen. Aber dein Rat hat tatsächlich funktioniert. Sie ist eine ganz besondere Schwester. Wenn ich auf mich allein gestellt gewesen wäre, hätte ich von Anfang an aufgegeben. Ich würde ihr für den Rest meines Lebens dankbar sein.
Das hätte nicht passieren sollen. Aber Mikan sah nicht glücklich aus und ihre Faust zitterte. Und... Du hättest mir gehören sollen, Oni-chan. Hä? Ich habe dir Dinge beigebracht, die bescheuert waren, damit Kamiya dich hasst. Ich habe versucht, deine Liebe zu zerstören. Warum ist das denn aber alles so gut gelaufen? Ich war schockiert darüber, was meine Schwester wirklich gedacht hatte. Kein Wunder, dass ich dachte, es würde auf keinen Fall funktionieren. Aber dank Mikan war ich nun mit Kamiya zusammen. Und ich liebte meine Schwester, auch wenn sie eine dunkle Seite hatte. Mach dir keine Sorgen, ich werde mit Kamiya ausgehen. Aber ich gehöre dir. Ja, wirklich? Ja, ich verspreche es. Wirst du für immer bei mir bleiben? Das ist allerdings eine Geschichte für ein andermal. Mach dir keine Sorgen, Suzumori-Senpai. Ich werde niemandem davon erzählen. Du lügst doch, du wirst es allen erzählen. Ich hätte es fast nicht gemerkt, dass meine Chefin, die ich bewunderte, ein legendäres Model für eine Zeitschrift war. Der Name der Legende war Mira. Die Zeitschriften verkauften sich wie verrückt, wenn sie auf dem Titelbild war. Als sie ein Fotoalbum veröffentlichte, wurde es immer wieder nachgedruckt, weil es so schnell ausverkauft war. Sie hatte nicht nur weibliche Teenie-Fans, sondern auch eine riesige männliche Fangemeinde. Sie war ein charismatisches Mädchen. Sie zog sich plötzlich aus der Modelbranche zurück. Der Grund war ein Geheimnis. Es wurde gemunkelt, dass sie eine große Berühmtheit werden würde, also war es ein schockierendes Ereignis für viele. Das war vor über 6 Jahren. Susumori-Senpai, was machst du? Warte! Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte meine Augen nicht von ihr lassen. Ich sollte meinen Rock ausziehen, oder? Ihre Beine sind so dünn. Ich bin froh, dass ich keinen Bügel-BH trage. Ihre Brüste sind so viel größer, als sie über der Kleidung aussehen. Ihre Augen saugen mich ein. Du kannst tun, was du willst. Hä? Du kannst mit mir machen, was du willst, also sag bitte niemandem, dass ich Mira bin. Was? Die Bedingungen waren viel zu verrückt. Ich war kurz davor, verrückt zu werden. Beruhige dich, Susumori-Senpai, und behandle mich nicht wie ein Perversen. Aber... mir wäre es lieber, du würdest mich vernaschen, als dass jeder mein Geheimnis erfährt. Dich vernaschen? Sie ist so verführerisch. Sie war in Panik. Wir haben bei ihr zu Hause fröhlich getrunken. Wie konnte das überhaupt passieren? Mein Name ist Masato Kazama. Ich bin einer der Sklavenarbeiter. Meine Position ist schneller, wenn ich von unten zähle. Hey, Kazama! Ja? Ich möchte, dass du diese Dokumente bis heute in Ordnung bringst. Hm? Alles? Mach dir keine Sorgen, mein Sohn. Du schaffst das schon. Dieser dreiste Chef. Soll ich dir meinen Rücktritt auf dein glänzendes Haupt klatschen? Alle meine Kollegen sahen mich an, als würden sie sehen, wie jemand zum Tode verurteilt wird. Meine Kohai Inami schlug die Hände zusammen, als würde sie zu den Toten beten. Die Schikanen des Chefs dauern schon eine ganze Weile an. Ich schätze, ich werde wieder bis zum letzten Zug arbeiten. Warte mal kurz, Chef. Susumori-Senpai? Die Frau, die neben mir steht, ist Kyoka Susumori. Sie kümmert sich um mich, seit ich angefangen habe zu arbeiten. Und sie ist so etwas wie die zuverlässige Leiterin. Ist das etwas, das nur Kazama tun kann? Nein, aber ich verteile nur Aufgaben an meine Untergebenen. Er hat in letzter Zeit jede Nacht hart gearbeitet. Es ist seine Pflicht, als Untergebener hart zu arbeiten, meinst du nicht? Wenn sie hart arbeiten müssen, sollten die Chefs auch hart arbeiten, oder? Okay. Du triffst mich jedes Mal, Susumori. Ich bin froh, dass du es verstehst. Wo ist dieser unsensible Chef hin? Susumori-Senpai reicht ihm die Dokumente und er ging langsam zu seinem Schreibtisch zurück. Alle, die zusahen, waren sehr zufrieden mit diesem Gespräch. Susumori-Senpai machte ein kleines Peace und alle lobten sie für ihren großartigen Sieg. Mich eingeschlossen. Danke, dass du mir die ganze Zeit hilfst. Das ist für meinen süßen kleinen Kohai, aber du musst lernen abzulehnen, wenn du etwas nicht tun kannst. Hey, das Lachen kenne ich doch. Du hast versucht, das Thema zu wechseln, oder? Hey... Du siehst lustig aus. Natürlich sehe ich lustig aus. Eine liebevolle, schöne Frau berührt mich. Sie ist so ein wunderbarer Mensch.
Sie ist die Art von Mensch, die ich bewundere, anstatt mit ihr ausgehen zu wollen. Versteh mich nicht falsch, ich mag sie wirklich. Ich sage es ihr nicht ins Gesicht, weil es mir peinlich ist, aber ich möchte ein zuverlässiger Mensch werden, genau wie sie. Ich muss mich mehr anstrengen. Und wie läuft es heute? Kannst du nach Hause gehen, ohne Überstunden zu machen? Ich denke schon. Du hast gegen den Chef gekämpft, also denke ich, dass ich zu einer normalen Zeit nach Hause gehen kann. Echt jetzt? Sie schien sich zu freuen, als ginge es um sie selbst. Warum trinken wir dann heute Abend nicht zusammen? Darf ich? Ja, natürlich. Deshalb lade ich dich ja ein. Oder hast du andere Pläne? Nein, ich würde gerne mitkommen. Juhu! Ich beendete die Arbeit und wir verließen gemeinsam die Firma. Und der Ort, an dem wir ankamen, um zu trinken, war... Kasama, kannst du das probieren? Ja, natürlich. Der Ort, den ich mir nie vorgestellt hätte. Ich bin zu Susumori nach Hause gegangen. Ich weiß, dass nichts passieren wird, aber als Mann kann ich nicht anders, als ein bisschen verlegen zu sein. Es ist so gut, dass ich wegfliegen könnte. Dann muss ich es vielleicht verbrennen, damit du es nicht tust. Ich nehme es zurück. Das ist super lecker. Also lass mich das bitte essen, wie es ist. Also gut. Ihr Lächeln ist das eines Engels und es brennt mir in den Augen. Danke, dass du mich eingeladen hast und sogar für mich gekocht hast. Keine Ursache. Ich wollte nur etwas für dich kochen und... Und? Tada! Sie holt eine Flasche Wein heraus. Ich bin kein Weinexperte, aber an den Etiketten wie Grand und Klasse A konnte ich erkennen, dass es etwas Gutes war. Einmal hat sich unser Kunde umsonst aufgeregt und ich habe mich geärgert, also bin ich auf dem Rückweg ins Kaufhaus gegangen und habe ihn gekauft. Ich verstehe. Du hast es gekauft, konntest es aber nicht öffnen. Es ist mir peinlich, aber ja... Offenbar ist es ihre Methode, Stress abzubauen, indem sie impulsiv Dinge kauft. Willst du heute Abend viel mit mir trinken? Natürlich. Ich mag deine Energie. Nachdem wir das Essen vorbereitet hatten, mussten wir nur noch das Essen und die Getränke genießen. Prost! Zum Wohl. Der Geschmack ist komplex und reichhaltig. Ich verstehe nicht warum, aber die Frauen auf der Arbeit wie das neue Mädchen oder die Frau vor mir wissen, wie man Getränke genießt. Vielleicht liegt es an der Unternehmenskultur? Yay! Ich liebe Sake und Masato-Senpai! Trinkst du nicht ein bisschen zu schnell? Aber du isst mein Essen und sagst, es sei lecker. Natürlich werde ich darauf trinken. Kann ich noch etwas Rinderhack haben? Aber sicher, iss viel und werde groß. Ihr herzliches Lächeln war schon errötet. Ich glaube, ihr Tempo ist ein bisschen zu schnell. 30 Minuten später. Der Chef ist so furchtbar. Er lässt diesen süßen kleinen Jungen so lange arbeiten. Süßer kleiner Junge? Meinst du etwa mich? Ja, natürlich. Du bist mein süßer kleiner Kohai. 60 Minuten später. Kannst du mich streicheln, wie du es bei Nagisa machst? Das kann ich mit einem Senpai nicht machen. Was redest du denn da? Es gibt keinen Senpai-Kohia, der den Kopf tätschelt. 90 Minuten später. Lass uns so tun, als wären wir Mann und Frau. Entschuldigung? Komm schon, öffne dich, Masato. Danke. Ich habe dich zum ersten Mal mit deinem Vornamen angesprochen. 120 Minuten später. Susumori-Senpai, willst du schlafen gehen? Nein, ich werde mit dir bis zum Morgen trinken. Sie benimmt sich wie ein kleines Mädchen wegen des Alkohols und der Müdigkeit. Ich kann sie nicht einfach im Esszimmer zurücklassen und gehen. Komm schon, lass uns in dein Schlafzimmer gehen. Ich werde dir dort helfen. Nimm mich hoch. Was? Ich schlafe hier, wenn du mich nicht hochnimmst. Ist es für dich okay, wenn ich eine laufende Nase bekomme? Ich habe das Gefühl, das würdest du nicht wollen, aber... Schlaf nicht hier! Am Ende hatte ich keine Wahl. Ich nahm sie hoch und brachte sie ins Schlafzimmer. Ich kann dich nicht umziehen, also wirst du wohl schlafen müssen.
Ihr schlafendes Gesicht war nicht das Gesicht einer Karrierefrau, sondern das einer unschuldigen Prinzessin. Du solltest dich etwas ausruhen. Mhm, danke. Sie redete im Schlaf. Ich würde sie gerne anstarren, aber ich glaube, das ist unangebracht. Gut, ich räume den Tisch ab und gehe. Als ich versuchte, das Schlafzimmer zu verlassen, Ein Modemagazin, das auf dem Regal lag, fiel mir auf. Es schien kein neues Magazin zu sein, also nahm ich es in die Hand, um zu sehen, was es war. Wow, an dieses Model erinnere ich mich. Der Name des Models auf dem Titelbild war Mira. Sie war ein beliebtes Model, als ich noch Schüler war. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen, aber Mira ist so schön. Hä? Ich? Wow. Sie sah nicht so aus, als hätte sie gerade geschlafen. Ich drehte mich um und sah, dass Suzumori-Senpai wach geworden war. Oh, natürlich bist du wunderschön, aber ich habe von Mira gesprochen. Endlich wurde mir klar, was für ein komisches Gefühl ich hatte. Warum lag gerade diese Ausgabe in ihrem Regal? Diese Frisur, die Haarfarbe, das Make-up, alles war anders. Aber wenn man genau hinsieht, bist du Mira, Suzumori-Senpai? Meine Worte klangen wie ein Zauberspruch. Was für eine Reaktion. Warte, du bist also wirklich. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Wer hätte gedacht, dass das Supermodel, das vor 6 Jahren in den Ruhestand ging, die schöne Chefin ist, die man bewundert. Und beruhige dich, Suzumori-Senpai, und behandle mich nicht wie einen Perversen. Aber mir wäre es lieber, du würdest mich vernaschen, als dass jeder mein Geheimnis erfährt. So bin ich hier gelandet. Warum zehrst du an mir? Weil du meinen Arm als Kopfkissen benutzen kannst. Sag das nicht so, als wäre das ganz normal. Ich schätze, sie will nur beweisen, wie ernst sie es meint. Ihr Arm ist glatt und weich. Unsere Gesichter sind ganz nah. Mein Gesicht brannte. Ich meine, wer würde das in so einer Situation nicht tun? Ich konnte ihre Brüste sehen und jedes Mal, wenn ich einatme, bin ich von ihrem Geruch erfüllt. Es macht mir nichts aus, wenn du es bist, Kazama, wenn du ein Geheimnis für dich behalten kannst. Hör auf mit den Wahnvorstellungen! Wenn die Täuschung nicht aufhört, weiß ich nicht, ob ich sie noch länger zurückhalten kann. Ich weiß, wenn ich es jetzt tue, werde ich es bereuen. Ich will die Person, die ich bewundere, nicht verletzen. Nur, weil ich betrunken war. Kazama? Warum hältst du die Tatsache, dass du Mira bist, geheim? Ich habe versucht, behutsam mit dir zu reden. Und sie hat sich ein wenig beruhigt. Versprich mir, dass du nicht lachen wirst. Ich wollte nicht lachen oder sie wegen irgendetwas ärgern. Ich nickte stumm. Dann fing sie an zu erzählen. Ich wollte, dass die Leute mich als Kyoka Suzumori sehen, nicht als Mira. Als Kyoka Suzumori? Ja, ich habe mich angestrengt und es aus eigener Kraft so weit gebracht. Ich will nicht, dass die Leute denken, ich hätte es so weit geschafft, weil ich ein Supermodel war. Oh. Ich habe irgendwie verstanden, was sie sagen wollte. Wenn ihre Kollegen oder Kunden von ihrer Vergangenheit erfahren, würden sie sie nicht als sie selbst sehen, sondern als Mira, das Supermodel. Ich glaube, sie hat Angst, dass das, was sie aufgebaut hat, im Schatten ihrer glorreichen Vergangenheit untergeht. Wenn ich ehrlich bin, halte ich das für dumm. Sei nicht dumm. Selbst wenn wir herausfinden würden, dass du Mira bist, würde keiner von uns Kohai denken, dass du es nur wegen deiner Modelkarriere so weit gebracht hast. Wir wissen es. Jeder, der mit dir zusammenarbeitet, weiß, dass du eine harte Arbeiterin und die leidenschaftlichste Person bist. Wir wissen, dass du im Gegensatz zu anderen Chefs streng zu uns bist. Nicht damit wir es leicht haben, sondern damit wir wachsen können. Ich konnte an ihren Augen, die kurz davor waren, in Tränen auszubrechen, erkennen, dass sie verstanden hatte, was ich sagte. Das sage ich, also kann ich auf keinen Fall falsch liegen. Was meinst du damit? Ich bin der nutzloseste Kohai, den du ausgebildet hast. Hey, Kazama? Ja? Kannst du so tun, als ob ich betrunken wäre? Was meinst du? Du bist so ein süßer Kohai. Was? Oh, ich kann spüren, wie mein Stress abgebaut wird. Das gilt auch für mich, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, es zu sagen. Es war super peinlich, aber selbst dann, wenn ich sie aufmuntern konnte, bin ich stolz darauf. Ich habe mich gerade gefragt, warum du plötzlich aufgehört hast, ein Model zu sein. Ich frage mich, was los ist.
Sie sieht auf einmal verlegen aus. Nun, der damalige Produzent hat versucht, mit mir zu schlafen. Und ich sagte, unterschätze die Frauen nicht. Wer würde dir schon seine Jungfräulichkeit schenken? Und gab ihm eine Ohrfeige. Das war nicht die Antwort, die ich erwartet hatte. Und ich... Hey, du hast versprochen, nicht zu lachen. Mira und Suzumori-Senpai glauben beide fest daran, was sie getan haben. Ich weiß nicht, ob ich eines Tages so sein kann. Aber sie spornt mich an, noch härter zu arbeiten, damit ich so werde wie sie. Durch die Heirat meines Vaters habe ich eine neue Stiefschwester, aber sie ist eher wie ein kleiner Bruder. Bruder, ich habe es langsam satt, Manga zu lesen. Okay, spielen wir dann ein Spiel? Sie heißt Akira und ist im ersten Jahr der Highschool. Sie sieht aus wie ein hübscher Junge, aber sie ist ein richtiges Mädchen. Wir haben ähnliche Hobbys und verbringen unsere Zeit an den Wochenenden zusammen. An diesem Tag waren wir wie immer zusammen. Hey Bruder! Was gibt's denn? Bruder, warum machen wir nicht ab und zu was Sportliches? Nämlich was? Das wäre dann Versteckspiel mit verbundenen Augen. Blindes Versteckspiel? Was ist das? Der Suchende bekommt die Augen verbunden, wenn er nach anderen Personen sucht. Klingt lustig, oder? Klingt anstrengend. Komm schon, lass es uns machen. Ich wollte dieses Spiel mit dir ausprobieren. Okay. Ich habe ein Scheresteinpapier verloren. Akira hat mir eine Schlafmaske zum Aufsetzen gegeben. Aber... Was ist das? Ich kann nichts sehen, es ist stockdunkel. Ich glaube, es ist unmöglich, dich zu finden, wenn du dich weiter bewegst. Das wird schon gehen. Die Regeln sehen vor, dass sich der Versteckte nicht mehr bewegen kann, nachdem er sich versteckt hat. Ich habe den zweiten Stock durchsucht, während Akira sich unten versteckt hat. Er sucht bestimmt oben. Ich bin genau hier, Bruder. Jemand ist hier. Ist es ein Paket? Oh, du bist es, Hinata. Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Wir haben uns versprochen, heute zusammen auszugehen. Oh, das habe ich total vergessen. Komm schon. Das ist Hinata Ueda, eine Klassenkameradin von Akira und eine gute Freundin von ihr. Ihr älterer Bruder ist einer meiner Freunde und ich kenne ihn schon seit der 3. Klasse. Sie ist auch eine Schönheit. Sie hat eine energische Persönlichkeit und ist in allem gut. Durch Zufall wurde Akira in Hinata-chans Klasse versetzt und sie wurden Freunde. Das tut mir leid. Ich mache mich fertig. Kannst du oben in meinem Zimmer warten? Ich bringe dir einen Drink. Vielen Dank, ich werde auf dich warten. Auch wenn du siehst, dass etwas Seltsames vor sich geht, ignoriere es einfach, okay? Etwas Seltsames? Genau in diesem Moment durchsuchte das seltsame Ding das Schlafzimmer seiner Eltern, ohne zu wissen, dass Hinata-chan zu Besuch war. Ich kann sie überhaupt nicht finden. Das ist unmöglich. Es ist schon eine Weile her, dass ich in diesem Zimmer war. Ich erinnere mich, dass ich beim Aufräumen geholfen habe, bevor sie eingezogen ist. Ich frage mich, ob Ryota-Senpai heute zu Hause ist. Vielleicht sollte ich ihm Hallo sagen. Ryota-Senpai, ich würde ihn gerne sehen. Akira, bist du in diesem Zimmer? Ryota-Senpai? Ich spüre, dass da jemand ist. Du musst hier drin sein. Was macht er denn da? Ist das die seltsame Sache, von der Akira gesprochen hat? Befolge die Regeln, du darfst dich nicht bewegen. Könnte das blindes Versteckspiel sein? Hat Ryota-Senpai dieses Spiel mit Akira gespielt? Ich meine, spielen die beiden immer diese Art von Spielen? Wenn sie das wirklich tun... Genau hier! Oh, er umarmt sie also wirklich so fest. Machen sie das immer? Akira, seit wann bist du so haarig geworden? Oh, das ist doch nur ein Stofftier. Was soll ich tun? Er hat nicht gemerkt, dass ich hier bin. Moment mal. Ist das nicht eine Chance, ihn dazu zu bringen, mich zu umarmen? Das ist komisch. Ich spüre, dass da jemand ist. Akira ist noch nicht da. Okay. Bist du da? Auch wenn er es nicht so meint. Wenn er mich umarmen will. Jetzt rühr dich nicht vom Fleck. Komm und hol mich, Senpai. Hab dich! Oh, das sind nur die Schultern.
Dein Bruder hat Superkräfte. Ich dachte, er würde sich eine größere Umarmung wünschen. Hinata-chan, ich habe dir einen Drink mitgebracht. Hm? Ich höre Akiras Stimme von hinten. Oh, Akira! Hinata-chan? Was? Wow! Hinata-chan? Ryota-senpai, schön dich zu sehen. Warum ist Hinata-chan in Akiras Zimmer? Bruder, warum bist du mit jemand anderem in meinem Zimmer? Nein, wir haben nichts gemacht. Mir waren die Augen verbunden, deshalb wusste ich nicht, dass Hinata-chan hier ist. Genau, es war reiner Zufall. Du Abschaum! Du hast Hinata-chan mit mir verwechselt und sie fest umarmt? Umarmt? Ich hab sie nicht umarmt. Akira, du bist auf diese Idee gekommen und hast wahrscheinlich vergessen, dass wir dieses Spiel überhaupt spielen. Du wusstest ganz sicher, dass es Hinata-chan war. Mir waren die Augen verbunden. Wie sollte ich? Könntet ihr zwei euch bitte beruhigen? Irgendwann. Also, warum bist du hier, Hinata-chan? Wir hatten vor, heute auszugehen. Du hast ein Versprechen mit ihr vergessen und dieses blinde Kuh-Versteckspiel angefangen? Es tut mir leid, Hinata-chan. Ich weiß, dass du nicht der ordentliche Typ bist, aber du musst deine Versprechen gegenüber deinen Freunden einhalten. Du musst es nicht so ausdrücken. Ich zieh mich um, verschwinde hier. Schon gut. Geht es dir gut, Akira? Willst du nicht wieder mit ihm befreundet sein? Ich konnte nicht anders. Jetzt hasst er mich bestimmt. Ich bin nur wütend geworden, weil ich eifersüchtig war. Ich bin diejenige, die Schuld daran hat. Ich glaube nicht, dass er dich hasst. Warum besorgst du ihm nicht ein Geschenk, wenn wir zusammen einkaufen gehen? Das ist eine tolle Idee. Dann werde ich mich richtig bei ihm entschuldigen. Ich bin zu weit gegangen. Hinata-chan mit Akira zu verwechseln. Aber warum hat Hinata-chan nichts gesagt, als ich sie an den Schultern gehalten habe? Ich hätte nicht so hart zu Akira sein sollen. Ich frage mich, ob sie mir verzeihen wird. Oh, ich erinnere mich, dass sie beim letzten Mal, als wir zusammen ausgingen, sagte, sie wolle etwas. Wenn ich ihr das besorgen könnte, hätte sie vielleicht bessere Laune. Okay, ich gehe los und kaufe es. Ich bin zu Hause. Ich sehe ihre Schuhe nicht. Sie müssen noch draußen sein. Es ist langweilig, ihr einfach das Geschenk zu geben. Ich werde ihr einen Streich spielen. Ich habe mich in Akidas Kleiderschrank geschlichen, um sie zu überraschen. Wenn sie den Raum betritt, werde ich herausspringen. Nachdem ich sie überrascht habe, werde ich ihr das Geschenk überreichen. Ich muss zugeben, das ist ein perfekter Plan. Bist du überrascht? Das ist ein Geschenk für dich. Wow, danke, Bruder. Er muss in seinem Zimmer sein. Da ist sie, tolles Timing. Los geht's. Es ist ruhig, vielleicht schläft er noch. Hinata-chan? Die Kleider, die wir bekommen haben, sind so süß. Lass sie uns anprobieren. Was? Oh nein, zwei Mädchen ziehen sich in dem Zimmer an, in dem ich bin. Was soll ich nur tun? Wow, Hinata-chan, du bist ja schon wieder gewachsen. Aber du hast so eine schöne Figur, Akira. Ich bin neidisch. Ganz und gar nicht. Ich sehe immer noch nicht wie eine reife Frau aus. Oh nein, ich sollte das nicht hören. Aber ich bin so neugierig. Übrigens, Akira, warum wolltest du, dass ich heute deine Kleidung aussuche? Nun ja, es scheint, als würde mein Bruder mich nicht als Mädchen sehen. Du bist eine Schönheit und hast immer süße Klamotten an. Ich wollte von dir lernen. Könnte das bedeuten, dass du Gefühle für Ryota-senpai hast? Nein, ich bin nur verärgert, dass er mich wie seinen kleinen Bruder behandelt. Ja, es wäre ziemlich seltsam, so etwas zu empfinden, weil ihr beide Geschwister seid. Ja, natürlich. Wovon redest du überhaupt? Na gut, dann probiere ich eben andere Sachen an. Das war knapp. Hinata-chan war kurz davor, meine wahren Gefühle herauszufinden. Ich habe hier ein paar Klamotten, die mir Mama geschenkt hat. Oh. Akira, was gibt's? Bruder? Ryota-senpai, warum bist du da drin? Hinata-chan, das war nur eine kleine Überraschung. Du hast mich falsch verstanden. Bruder? Entschuldige, es tut mir leid. Es gibt gute Gründe dafür.
Es gibt keinen einzigen Grund, sich in das Zimmer deiner Schwester zu schleichen und sich im Schrank zu verstecken. Nein, es sollte eine Überraschung sein. Jedenfalls habe ich nichts gesehen. Halt die Klappe und verschwinde! Sorry. Wie erwartet war es, nachdem sie sich angezogen hatten, Zeit für mich alles klarzustellen. Ich wollte dir nur einen Streich spielen. Ich wollte dir nicht beim Umziehen zusehen. Es tut mir so leid. Aber ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Es ist die Wahrheit. Akira, wenn Senpai das sagt, sollten wir ihm recht geben. Oh nein. Dieses Mal habe ich es wohl wirklich vermasselt. Ohne mich mit Akira zu versöhnen, habe ich Hinata zum Bahnhof gebracht. Es tut mir wirklich leid, was heute alles passiert ist. Ist schon in Ordnung. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Ryota-Senpai. Ich frage mich, warum ich immer alles vermassle. Jeder macht Fehler. Du kommst schon drüber hinweg. Aber ich bin eifersüchtig auf Akira. Hm? Sie hat so einen lustigen Onichan wie dich, Ryota-Senpai. Mein Onichan ist so tollpatschig. Ich bin auch ungeschickt. Ich weiß nicht, wie oft ich Akira heute wütend gemacht habe. Sie muss mich jetzt wirklich hassen. Das ist noch vorübergehend. Ihr werdet bald wieder Freunde sein. Weißt du, Akira redet in der Schule oft über dich. Echt jetzt? Das ist mir ein bisschen peinlich. Sie liebt dich wirklich. Liebe? Das heißt wie Geschwisterliebe, oder? Und was hältst du von Akira? Was ich für sie empfinde? Liebst du sie? Es stimmt, dass ich besondere Gefühle für sie habe. Sie ist wie ein kleiner Bruder für mich, aber gleichzeitig fängt mein Herz an zu pochen, wenn ich mit ihr zusammen bin. Aber wenn ich sagen würde, dass ich sie liebe, würde das unsere Beziehung als Geschwister verändern. Deshalb, ich liebe sie. Wir sind eine Familie. Ist das so? Du bist also in niemanden verknallt? Wahrscheinlich nicht. Wenn dir also ein Mädchen sagen würde, dass sie dich mag, würdest du mit ihr ausgehen? Entschuldige, ich wollte nur etwas nachhaken. Nachhaken? Was nachhaken? Nichts. Danke, dass du mich zum Bahnhof gebracht hast. Oh, okay. Macht's gut. Ich verstand nicht, was Hinata-chan meinte. Aber ich war erleichtert, dass sie meine wahren Gefühle für Akira nicht bemerkt hatte. Ich kam nach Hause und sah, wie Akira ihr Gesicht aus ihrem Zimmer streckte. Bruder, komm mal her. Okay. Das ist ein bisschen peinlich. Wie ist das? Ich habe das heute gekauft, als ich mit Hinata-chan shoppen war. Findest du, dass es mir nicht steht? Nein, das ist es nicht. Es sieht toll an dir aus, Akira. Wirklich? Das ist für dich. Ist das nicht die Halskette, die ich mir gewünscht habe? Das ist es, was ich dir heute schenken wollte. Willst du sie anprobieren? Ja. Übrigens, bist du nicht mehr böse auf mich? Ich wusste von Anfang an, dass du manchmal ungeschickt sein kannst. Es tut mir auch leid, dass ich so den Verstand verloren habe. Tut mir leid, dass ich so ein tollpatschiger Bruder bin. Wie sieht sie an mir aus? Ich finde sie süß. Juppie, dankeschön. Und das hier habe ich für dich. Für mich? Ja, es sieht toll an dir aus. Danke, Akira. Ich werde drauf aufpassen. Vielleicht hätte ich auch einen Schal für dich besorgen sollen. Es wird langsam kälter. Nein, überhaupt nicht. Ich werde diese Halskette immer bei mir haben können. Ist das so? Ich liebe dich, Bruder. Hinata-chan hat mich danach gefragt, aber so wie ich für Akira fühle, ist es nicht. Am nächsten Morgen gingen wir wie immer zusammen zur Schule, als wir Hinata-chan auf dem Weg trafen. Ryota-senpai, der Schal, den Akira für dich ausgesucht hat, sieht toll aus. Wirklich? Vielen Dank. Übrigens, was hast du von Ryota-senpai bekommen? Das ist ein Geheimnis. Jetzt bin ich neugierig. Komm schon, sag mir, was es ist. Während ich die beiden heißen Mädels im Gespräch beobachte, denke ich drüber nach, was Akira gestern zu mir gesagt hat. Ich liebe dich. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass Akira und ich unsere Beziehung intensivieren würden, Beziehung aufbauen und in Zukunft nicht mehr nur Stiefgeschwister sein würden. Mein Name ist Tojai Fujisaki.
Ich habe einen YouTube-Kanal mit über 3 Millionen Abonnenten. In letzter Zeit freue ich mich auf... Hier bitte, Ihre Rahmenlieferung. Leckere Rahmen? Nein, nicht die Nudeln, sondern ich bestelle gerne Rahmen, damit dieses schöne Mädchen sie mir liefert. Hier das Geld. Danke, wie immer. Ja, sie ist einfach zu süß. Nicht der Rede wert. Danke, dass du mir immer leckere Rahmen bringst. Danke, Sie essen ja jeden Tag Rahmen. Sie müssen sie ja wirklich lieben. Auf gewisse Art ja. Es ist wahr, aber ich stehe eher auf dich. Ich liebe Rahmen auch, aber zu viel davon kann schlecht für Ihre Gesundheit sein. Vergesst sie nicht, auch genug Gemüse zu essen, sagte sie und ging mit einem Lächeln im Gesicht. Mann, sie ist so süß. Ihr Lächeln ist wie ein Sonnenaufgang. Aber eine andere Sache an ihr ist, dass sie wahrscheinlich nicht weiß, dass ich sehr bemüht um sie bin. Ich bin so dankbar für meinen Erfolg als Videokünstler. Aber wenn ich durch die Stadt laufe, halten die Leute ihre Smartphones hoch, um Fotos von mir zu machen. Und kommen auf mich zu und reden mit mir. Manchmal macht mich das einfach fertig. Sie behandelt mich wie einen normalen Menschen, was zur Abwechslung mal ganz nett ist. Deshalb bestelle ich diese Rahmen, um jeden Tag mit ihr reden zu können. Ganz zu schweigen davon, dass die Rahmen selbst super lecker sind. Eines Tages bestelle ich wie immer Rahmen. Alles in Ordnung? Das Gesicht der Pfarrerin sah blass aus, also fragte ich sie. Ja, mir geht's gut. Aber dein Gesicht? Und zitterst du nicht ein bisschen? Bist du in Ordnung? Ich bin... okay. Sie hat das Bewusstsein verloren. Ob mit dir alles in Ordnung ist? Ich war verwirrt und wusste nicht, was ich tun sollte. Oh, sie ist so süß. Nein! Was soll ich mit ihr machen? Ich beschloss, das Ramen-Restaurant anzurufen, in dem sie arbeitete. Hä? Meine Tochter ist umgekippt? Oh, das ist Ihre Tochter? Ich dachte, Sie könnten sie vielleicht abholen. Sind Sie etwa Herr Fujisaki? Ja, ich bin es. Was ein Glück. Hä? Es tut mir wirklich leid. Aber könnten Sie sie einfach bei Ihnen schlafen lassen, bis sie aufwacht? Die nächste Schüssel Ramen gibt's dafür umsonst. Sie wissen schon, dass ich ein Mann bin, oder? Machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Tochter? Das ist kein Problem. Ich habe gehört, dass Sie auch in Ihrem Alter sind. Sie sind ja beide erwachsen. Da wird schon nichts passieren. Nehmen Sie das nicht ein bisschen zu locker? Na dann, ich verlasse mich auf Sie. Tschüss. Hey, er hat aufgelegt. Ich bin immer noch ein Kunde. Erstaunlicherweise ließ er mich auf sie aufpassen. Und ich war wirklich verwirrt. Aber sie ist einfach zu süß. Ich bin auch ein Mann. Also freute ich mich einfach darüber, dass ein süßes Mädchen in meinem Zimmer schlief. Oh, bist du aufgewacht? Warum sind Sie hier, Fujisaki-san? Ich dachte mir schon, dass du dich nicht erinnern würdest. Du hast das Bewusstsein verloren. Oh, tut mir leid, dass ich Ihnen so viel Ärger bereite. Ja, du sollst nicht so schnell aufstehen, das ist gefährlich. Oh, Entschuldigung. Schon gut. Es ist das erste Mal, dass ich in Ihrem Haus bin. Ja, wir haben uns ja nur immer an der Tür getroffen. Es ist das erste Mal, dass ich in einem Zimmer im obersten Stock eines Hochhauses bin. Es ist so wunderschön hier drin. Ah, danke. Aber jetzt tut es mir leid, dass du immer zu mir hochkommen musst. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich benutze den Aufzug, also stört es mich nicht. Wir freuen uns einfach, dass Sie bei uns bestellen. Das ist schön zu hören. Tut mir leid, dass ich laut geworden bin. Ist schon gut. Wie fühlst du dich jetzt? Dank Ihnen und weil ich eine Weile schlafen durfte, geht es mir schon viel besser. Entschuldigen Sie nochmal den ganzen Ärger. Kein Problem. Wir müssen uns gegenseitig in schwierigen Zeiten helfen. Nicht wahr? Kann es sein, dass du überarbeitet bist? Als ich darüber nachdachte, lieferte sie mir jeden Tag die Rahmen. Das bedeutete, dass sie nie einen Tag frei hatte. Ja, schon irgendwie. Ich sollte es wohl nicht verheimlichen, nachdem Sie mir geholfen haben. Wie Sie gesagt haben, ich glaube, ich arbeite zu viel. Sie begann mir zu erklären, warum es ihr so schlecht ging. Der Rahmenladen, der ihrer Familie gehörte, hatte anscheinend viel zu tun. Sie sagte, dass nicht nur die Rahmen, sondern auch der gebratene Reis mit Ei und das gebratene japanische Hühnchen köstlich seien. Aber das Restaurant ist so schlecht gelegen, dass nicht so viele Kunden kämen. Deshalb könnten sie es sich nicht leisten, jemanden einzustellen. Und sie musste jeden Tag arbeiten. Als ich das hörte, bedauerte ich, was ich getan hatte. Ich hätte nicht bestellen dürfen, nur weil ich sie treffen wollte. Das musste eine große Belastung für sie gewesen sein. Sie wusste das natürlich. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich das, was ich getan hatte, wieder gut machen musste.
Auch wenn das bedeutete, dass ich sie von nun an nicht mehr jeden Tag sehen konnte, wollte ich etwas tun, um ihr zu helfen. Ich verstehe deine Situation. Das kommt ziemlich plötzlich. Aber dürfte ich mich mit dem Besitzer unterhalten, wenn ihr für heute zugemacht habt? Hm? Worüber wollen Sie denn reden? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ziemlich gut darin, Werbung zu machen. Und ich weiß, wie gut die Rahmen schmecken. Wenn jeder über dein Restaurant Bescheid wüsste, dann wäre es voll mit Kunden. Danke! Kanade-san lächelte glücklich und ich schwor mir dafür zu sorgen, dass sie es nie wieder verlieren würde. Nachdem sie nach Hause gegangen war, wandte ich mich an meine Teammitglieder. Fujisaka-san, Sie sind Videokünstler? Ja, genau. Wusstest du das, Kanade? Nein, das höre ich zum ersten Mal. Wie ich es mir schon gedacht hatte, wusste Kanade-san nicht, wer ich war. Mein Beruf wird immer bekannter, aber viele Leute schauen sich immer noch keine Videos im Internet an. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir erlauben würden, hier in Ihrem Restaurant ein Video zu drehen. Ist das in Ordnung für Sie? Sie machen im Grunde Werbung für uns, aber ich habe kein Geld, um Sie zu bezahlen. Das ist kein Problem. Ich möchte nur, dass meine Freunde und meine Abonnenten von diesem fantastischen Restaurant hier erfahren. Natürlich weiß ich auch, wie gut das Essen ist. Fujisaki-san, ich würde Sie bitten, mir einfach zu vertrauen und mich das machen zu lassen. Papa, Fujisaki-san will das für uns machen. Wir sollten es ihm überlassen. Oder besser gesagt, wir sollten ihm wirklich dankbar sein. Ja, da hast du recht. Okay. Fujisaki-san, bitte drehen Sie Ihr Video. Danke. Kanade-san half mir, die Erlaubnis ihres Vaters zu bekommen. Also habe ich ihnen erklärt, was mein Plan war. Und... Wie geht's, Leute? Hier ist Toya. Heute bringe ich mein ganzes Team in mein Lieblingsrahmenrestaurant. So fing ich das Video an. Und dann kamen meine Teammitglieder rein. Toya-san, ich habe gehört, dass du in letzter Zeit nur noch Rahmen aus diesem Restaurant hier isst. Wow, das ist verrückt! Wie gut können die Rahmen hier schon sein? Nein, das versteht ihr erst, wenn ihr es probiert habt. Ich zahle heute, also haut rein! Wir betraten das Restaurant. Willkommen! Wow, die Kellnerin ist ja süß. Aha, Toya-san. Du bist doch bestimmt nur hierher gekommen, um sie zu sehen, hä? Halt die Klappe! Ich hab doch gesagt, die Rahmen sind das einzig Wahre. Jetzt laber keinen Schwachsinn oder sonst bezahle ich nicht für euch. Wow, das ist ganz schön hart. Du hast ihn wütend gemacht. Du musst dich benehmen, wenn du kostenlos Essen haben willst. Jawohl. Du antwortest immer sehr leidenschaftlich, was? Wir gaben unsere Bestellungen auf und warteten darauf, dass uns unsere Rahmen und gebratenen Hähnchen gebracht wurden. Wow, das ist wirklich richtig gut. Die gebratenen Hähnchen sind außen knusprig und innen saftig. Echt gut. Meine Freunde genossen das Essen. Es schmeckte ihnen sehr gut. Das Video wurde super. Als ich sah, wie ihnen das Essen schmeckte, schmeckten meine Rahmen noch besser. Wow, das war richtig gut. Siehst du? Ich hab's euch doch gesagt. Warum hast du uns nicht schon früher davon erzählt? Das ist voll gemein. Ich wollte es für mich behalten. Aber das Restaurant ist nicht leicht zu finden. Jetzt, wo ich weiß, dass es kurz vor der Schließung steht, musste ich die Welt davon wissen lassen. Ach komm, du willst doch nur die Kellnerin beeindrucken. Hey, hör auf, dich über mich lustig zu machen. Nein, im Ernst. Das ist doch nicht das einzige Video, oder? Wir üben, um hier zu arbeiten. Und sobald das Video veröffentlicht wird, werden wir hier eine Woche lang arbeiten. Ja, sorry. Denkst du nun, dass du das nicht machen willst? Nein, das meine ich damit nicht. Es ist ein ungewöhnliches Projekt. Aber wenn es deine Entscheidung ist, Toya-san, würde ich nie Nein sagen. Ich denke nur, nachdem wir das alles gemacht haben, werden wir das Restaurant als Dankeschön bezahlen, oder? Und dass du so weit gehst, lässt mich denken, dass du Gefühle für die Bedienung hast. Na und? Ich meine ja nur, sobald das Video veröffentlicht wird, werden eine Menge Typen ins Restaurant kommen und sie sehen. Also wäre es vielleicht besser, wenn du sie zu einem Date einlädst, bevor sich ein Spinner an sie ranmacht. Meinst du? Wenn ich sehe, wie sie mit dir umgeht, denke ich, ja, du hast gute Chancen. Ich war noch nicht bereit, ihr meine Gefühle zu gestehen. Aber ich wollte auf keinen Fall, dass sie mir irgendeinen Typ wegschnappt. Ich ging also zu ihr, ohne mir vorher einen Plan zurechtgelegt zu haben. Oh, haben Sie was vergessen? Kann ich kurz mit dir reden? Ja. Wenn dieses Projekt hier gut läuft, würdest du mit mir ausgehen wollen? Eine Heirat vorausgesetzt. Was? Was meinst du? Okay.
Wirklich? Ja! Wusstest du, dass er sowas sagen würde? Ich hatte definitiv keine Ahnung, dass er so weit gehen würde. Und sie hat tatsächlich ja gesagt. Toriyasan ist schon anders als der Rest. Ich spürte, wie meine Freunde mich von hinten komisch ansahen. Aber ich hatte sie dazu gebracht, ja zu sagen. Also war mir das völlig egal, wie unser Projekt gelaufen ist. Nun, es lief super gut. Ich meine, wir hatten so viel zu tun, dass ich kurz vorm Zusammenbruch stand. Toriyasan, Tisch Nummer 2. Bin schon dabei. Während ich den Tisch abräumte, waren die nächsten Rahmen schon fertig. Und während ich jemanden Rahmen servierte, wartete bereits eine weitere Person darauf, ihre Bestellung aufzugeben. Und das war noch nicht alles. Oh mein Gott, Toriyasan, schau mal hierher. Hier, bitte sehr. Egal wie beschäftigt ich war, unsere Fans standen für mich immer an erster Stelle. Also musste ich in die Kameras lächeln, wann immer sie mich darum baten. Es gab ein regelrechtes Blitzgewitter im Restaurant. Oh mein Gott! Du kannst so viele Fotos machen, wie du willst. Aber vergiss nicht, sie auf den sozialen Netzwerken zu posten. Das ist kein Problem. Oh mein Gott! Die Fans waren begeistert. Das Geschäft boomte. Es hätte nicht besser laufen können. Toyakun, ich danke dir. Ich denke, wir werden das Restaurant weiterführen können. Keine Ursache. Jetzt müssen sie sich aber erst richtig ins Zeug legen, wenn wir weg sind und sie neue Angestellte haben. Ja, das stimmt. Ich mache mir Sorgen, ob die Gäste wieder zurückkommen werden, wenn ihr weg seid. Sie werden das schon schaffen. Ich glaube wirklich, dass das Essen hier erstklassig ist. Viele von den Gästen werden bestimmt zu Stammgästen. Also halten Sie durch. Toyakun, ich danke dir. Und mach meine Tochter glücklich. Jawohl, das verspreche ich. Wow, das kam aus heiterem Himmel, aber ich sollte es wohl offiziell machen. Kanade-san? Ja? Wegen des Versprechens, das wir gemacht haben. Würdest du wirklich mit mir ausgehen? Natürlich, aber eine Sache. Gibt es ein Problem? Toya-san, du bist bei den Mädchen so beliebt. Oh nein, das ist nicht der Fall. Sie sind nur Fans von mir. Aber ist das nicht, was beliebt bedeutet? Vielleicht. Kanade, was ist mit dir? Ich habe Angst, dass man dich mir wegnimmt, sobald wir zusammen sind. Denkt sie, ich bin der Typ, der fremdgeht? Nein, das wird nicht passieren, das verspreche ich dir. Aber du bist so beliebt. Da waren ein paar süße Mädchen dabei. Hey, wie wär's, wenn ihr beiden zusammen wohnt? Ich war gerade dabei, mir zu überlegen, wie ich ihr ihre Sorgen nehmen könnte, als ich etwas Unerwartetes von hinten hörte. Zusammenleben? Du denkst doch schon an er, richtig? Dann sehe ich da kein Problem. Aber das ist nicht ein bisschen zu schnell? Ist das alles, was du für Kanada empfindest? Wenn du sie wirklich liebst, würdest du dann nicht so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen wollen? Aber ehrlich gesagt wäre ich mega glücklich, wenn ich mit ihr zusammenleben könnte. Aber wäre sie nicht diejenige, die das ablehnen würde? Das würde ich gerne, aber Kanada-san, ist das in Ordnung für dich? Also wenn du damit einverstanden bist, Toya-san, würde ich das liebend gerne. Was? Wirklich? Ja. Wow. Und so begann ich, völlig unerwartet, aber glücklicherweise mit ihr zusammen zu wohnen. Wow, das ist so toll. Du kannst das Zimmer hier für dich selbst benutzen. Okay, danke. Gut, dann gehen wir mal los und kaufen ein Bett für dich. Was das angeht. Jetzt, wo wir zusammen wohnen, würde ich gerne das Bett mit dir teilen. Wirklich? Ist das okay? Ist das hier Wirklichkeit oder träume ich gerade? Obwohl ich an meinem Verstand zweifelte, hätte ich so ein Angebot nie abgelehnt. Jetzt leben wir zusammen und... Toya-san, sag Schmeckt's? Ja, das ist köstlich. Freut mich zu hören. Mein Gott, ist die süß. Wir waren die ganze Zeit über super verschmust miteinander. Wie man es von der Tochter des Restaurantbesitzes hätte erwarten können, war Kanada-san ziemlich direkt. Wenn wir auf der Couch saßen und Fernseh guckten, lehnte sie sich an mich, hielt meine Hand und fummelte an ihr herum. Sie war das süßeste Ding überhaupt. Ich war der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich bin so glücklich. Kanade-san, ich bin auch froh, bei dir zu sein. Danke. Weißt du, ich habe immer davon geträumt, so mit dir zusammen zu sein. Weißt du, ich hatte immer Angst, dass unser Restaurant pleite geht. Aber du hast mich immer mit einem Lächeln begrüßt. Wir konnten nicht so lange miteinander reden, aber diese Zeit des Tages war, was mir Kraft zum Weitermachen gegeben hat. Das wusste ich gar nicht.
Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich ihr geholfen hätte. Ich dachte, ich wäre ihr nur zur Last gefallen. Ich war so glücklich, das zu hören. Ja, ich war schon immer in dich verknallt. Deshalb war ich so glücklich, als du mich gefragt hast, ob wir eine ernsthafte Beziehung eingehen sollen. Dann habe ich dich ja ganz schön überrascht, was? Ja, ich war wirklich überrascht. Jetzt, wo ich darüber nachdachte, weiß ich nicht einmal, wie ich das geschafft habe. Ich hatte so ein Glück, dass er mich genommen hatte, wie ich war. Und ich war wirklich glücklich, aber... Aber? Als ich merkte, dass du berühmt bist, dachte ich, ich hätte alle meine Chancen verloren. Ich dachte, du wärst eine Nummer zu groß für ein durchschnittliches Mädchen wie mich. Ach Quatsch, Kanada-san. Hm? Wie du gesagt hast, ich bin vielleicht berühmt, aber ich bin immer noch ein gewöhnlicher Mensch wie jeder andere auch. Und ich habe mich wirklich sehr zu dir hingezogen gefühlt. Also mach dich nicht so fertig. Schließlich habe ich dich um ein Date gebeten, weil ich in dich verliebt bin. Toya-san, danke. Kanada-san schloss ihre Augen und umarmte mich fest. Sie fühlte sich wahrscheinlich wohl bei mir. Ich streichelte ihr über den Kopf und hielt sie sanft in den Armen. Dann schloss ich langsam meine Augen. Nach einer Weile hatte ich meinen Zuschauern mitgeteilt, dass ich eine Freundin habe. Die anderen Mitglieder sagten mir zwar, dass ich das nicht tun müsse, aber ich wollte nichts vor den Leuten verheimlichen, die mich unterstützt hatten, um so erfolgreich zu werden. Anfangs dachte ich, dass einige Fans mich vielleicht kritisieren könnten oder aufhören würden, mich zu unterstützen. Aber überraschenderweise haben sie alle zu mir gehalten. Ich wollte diese treuen Fans nicht verraten. Also habe ich mich dazu entschlossen, auch weiterhin gute Videos für sie zu produzieren. Ich war so glücklich, als sie mir gratulierten, dass ich nicht aufhören konnte, im Stream über Kanada-san zu reden. Und meine Fans sagten mir, das ist zu viel. Aber das war auch eine Art, mir zu gratulieren. Und ich habe versprochen, Kanada-san auch weiterhin glücklich zu machen.